Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Televeltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des giganten Hollywood in Amerika sprechen. Heute haben wir eine Folge, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, für eine lange Zeit, und das ist Frankreich. Heute sprechen wir über Frankreich und im Speziellen die Zeit der 50er und 60er, sprich der Nouvelle Vague oder der French New Wave. Wir werden es vermutlich so ähnlich machen wie bei dem Japan-Cast, dass wir das eventuell in zwei Teile aufteilen, weil es danach natürlich auch noch interessante Dinge aus dem Land Frankreich zu sehen gibt. Genau, ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei habe ich einmal den Paul. Hallo. Und den Stu. Hallo. Wie immer machen wir kurz so eine kurze kleine Geschichtsstunde. Die fällt heute auf jeden Fall auch ein bisschen kürzer aus, weil ich dazu nicht so viel zu sagen habe wie bei Japan und einfach nicht so krass ausrufen wollte. Genau, also wem das nämlich gar nichts sagt, die French New Wave, ich sag lieber den Begriff, weil da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich misstrede. Das war eine Gegenbewegung quasi, die sich in Frankreich Ende der 50er entwickelt hat, in der einige Regisseure sich dazu entschlossen haben, etwas anders machen zu wollen. Und zwar war ich in Frankreich ähnlich wie in Amerika und wahrscheinlich überall auch in der Filmwelt war alles relativ gleich. Es war alles so im Studio. Bilder waren einfach Bilder quasi, die sollten einfach eine Geschichte transportieren. Und da kamen dann die Regisseure wie zum Beispiel François Truffaut oder Jean-Luc Godard, die gesagt haben, nö, da haben wir keine Lust mehr drauf. Mhm. Und haben sich quasi entschlossen, experimenteller und freier Filme zu machen. Dass dann der Schnitt ist zum Beispiel auf einmal nicht mehr so hart, wie er war. Und Bilder haben auf einmal erfüllen einen ganz anderen Zweck. Und oft wird sich dann auch kritisch oder wesentlich kritischer mit Dingen auseinandergesetzt. Die Filme sind brutaler und härter. Allgemein war einfach alles neu. Und es wurde nicht mehr an Sets gedreht, sondern an realen Standorten. Und das ist so eigentlich auch das, was quasi diese ganze Bewegung ausmacht. Einfach das neu machen wollen. Was man, das kennt man auch dann in Hollywood, hat man das natürlich dann auch gesehen, ungefähr 10 Jahre später da mit dem New Hollywood Cinema. Da hat sich das ja ähnlich ergeben, dass einfach Anti-Regisseure gesagt haben, dass sie einfach keinen Bock mehr drauf haben, wie es gerade ist so, und sich einfach entschlossen haben, einfach mal was Eigenes zu machen. Und genau, das ist so der grobe Teil davon. Man kann dafür aber noch sehr tief reingehen, weil sich das Ganze dann auch noch in verschiedene Lager, könnte man sagen, aufgeteilt hat. Ich glaube, da kann Paul ein bisschen mehr zu erzählen als ich. Ein Punkt, den ich auch noch hier anfügen würde bei der Nouvelle Vague, war vor allen Dingen, dass eben jetzt die sogenannten Autorenfilme im Vordergrund standen. Eben der Regisseur nicht nur als Regisseur, sondern eben auch als Autor und Produzent, und dass er da die volle Kontrolle über den Film eben hatte. Das war das, was... Also dieses Ganze, das geht irgendwie auch so zurück auf so einen Artikel, den Truffaut irgendwann mal geschrieben hatte, mit dem Titel Eine gewisse Tendenz im französischen Film. Und da hat er so die Einfallslosigkeit der Drehbuchautoren, das, was du jetzt schon alles gesagt hattest. Und daraus erwuchs eben diese Forderung, den Regisseur selbst zum Autor zu machen, statt diese Befürchtung eben zu bestätigen, dass irgendwie Autoren und Produzenten da nur ihrem Handwerk nachgehen und nicht sich wirklich um das Kunstwerk Film scheren. Und dadurch sind dann eben auch so verschiedene Gruppierungen, die eben dann eben aus diesen Regisseuren bestehen, entstanden. Und wir haben ja auch schon gesagt, wahrscheinlich werden wir es heute ein bisschen so machen, dass wir einzelne Regisseure abgehen, weil das eignet sich einfach am besten. Weil viele, also es gibt hier ein paar zentrale Figuren und auch ein paar zentrale Gruppierungen. Und ich hatte kein Französisch in der Schule, aber ich habe mir hier ungefähr die Aussprache dieser Gruppierungen aufgeschrieben. Verzeiht, wenn ich mich da ein bisschen überbetone, aber das kann man wahrscheinlich stellvertretend für den ganzen Cast hier sagen. Also auf der einen Seite gibt es erstmal diese zentrale Gruppierung rund um eine französische Filmzeitschrift mit dem Namen Carrière du Cinéma. Und da waren eben viele Redakteure tätig, die dann später mit ihren Filmen eben zur Zeit der Nouvelle Vague debütierten und, ist das ein Wort? Debütierten? Debattieren?
Nee, die doch, Debüt die hatten. Die, oh, okay. Ach so. Oh. Die debattierten, debattiert haben sie bestimmt auch. Nee. Und die dann quasi die Nouvelle Vague so ins Rollen brachten. Und das sind zum Beispiel, du hast sie schon gesagt, Truffaut, Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette zum Beispiel. Und dann gab es auch noch eine andere Gruppierungen oder so einen erweiterten Kreis, der sich so ein bisschen eher lose zusammensetzt, der sich eben nicht unter dieser Filmzeitschrift vereint, genannt Rive Gauche, Rive Gauche, das linke Flussufer, und dazu zählen dann Regisseure und Regisseurinnen wie Jacques Demy und auch Agnès Varda, auf die ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte. Ja, und die waren dann vor allen Dingen auch für ihre teils sehr experimentellen Inszenierungen bekannt. Und auch das werden wir uns bestimmt heute nochmal genauer anschauen. Ja, das war mein Vorgeplänkel. Genau, und wir haben uns das heute so gedacht, dass wir vielleicht einfach ein bisschen durch Regisseure gehen wollen, Regisseurinnen, und uns einfach ein bisschen durcharbeiten wollen und einfach mal... Teilweise erzählen wir mehr zu den Filmen und teilweise einfach nicht. Das schauen wir dann. Wir haben uns dann wie immer quasi, jeder hat sich 3 Filme ausgesucht, über die er ein bisschen detaillierter sprechen möchte. Und so werden wir das heute auch machen. Und wollen aber halt da so verdammt viele FilmemacherInnen in dieser French New Wave drin sind, wäre das schade, wenn man die nicht erwähnen würde, weil da unfassbar viele tolle, wunderbare Filme dabei sind, die es alle verdient haben, dass man sie auf jeden Fall mal angesprochen hat, wenigstens. Ja, und wir haben auch endlich mal eine Filmemacherin dabei. Ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, dass wir in den letzten Casts zu Japan und China eine Dame dabei hatten. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Ich glaube nicht, ja. Tatsächlich nicht, leider nicht. Genau, wir haben hier so eine Liste, so eine kleine Liste, und da geht dann einfach mal sagen, von oben nach unten einfach mal durch die Regisseure, und da habe ich Nummer 1, habe ich da, oh mein Gott, das ist direkt so ein richtig schöner Name zum falsch aussprechen. Ich habe ihn, glaube ich, gegoogelt. Okay, dann überlasse ich dir den Vortrag. Meinst du zufällig Alain René? Genau. Sehr gut. Das klingt aber besser, als ich es gesagt hätte. Genau, also Alain René ist... auch einer der ersten gewesen, die Filme gemacht haben, die man dieser French New Wave ansiedeln kann. Davor war er tatsächlich als Dokumentarfilmer unterwegs und hat dann zum Beispiel die 30-minütige Dokumentation gemacht, Nacht und Nebel, in der er 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges das KZ Auschwitz besucht und dort dann so einen Mix hat aus Schwarz-Weiß-Aufnahmen und auch Aufnahmen in Farbe, wo er quasi ein bisschen erklärt, was in diesem Haus zum Beispiel passiert ist, dass dann da halt eine Art Ärzte waren und die haben dann Experimente gemacht. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr schonungslos und hat wirklich hat wahnsinnig verstörende Bilder von Haufen von Menschen, also von toten Menschen, die da komplett abgemagert da wirklich zu... Da liegen 100 Menschen auf dem Haufen und werden dann irgendwie... da in so eine Grube oder so, glaube ich, geworfen oder so. Das ist verdammt heftig auf jeden Fall. Und auch sehr spannend, weil das halt damals wahrscheinlich Videomaterial ist, was man halt bis dahin noch gar nicht gesehen hat, vermutlich. Weil das ist gerade mal 10 Jahre her gewesen da. Und also noch alles recht frisch. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig schockierend. Das war nochmal so ein, ist immer ein guter Weckruf nochmal so einen Film und kann ich halt trotzdem, auch egal wie schockierend und schrecklich das ist, kann ich halt jedem immer empfehlen, sich sowas anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und definitiv, und zumal es keine, also es dokumentiert was, aber es hat jetzt nicht diesen Dokumentationsstil, wie man ihn jetzt vielleicht aus der Oberstufe Geschichtsleistungskurs oder so kennt. Also es ist nicht so trocken, sondern der ist wirklich auch aufgeladen, der Film. Da ist so ein Voice-Over drüber, was auch sehr emotional eben über diese und anprangernd über diese Ereignisse erzählt. Ist vermutlich eine der wichtigsten Dokumentationen, die es gibt. Ja, garantiert. Auf jeden Fall hatte dieser sich dann danach entschieden, auch in die Fiktion zu gehen und hat dann wunderbare Filme gemacht, wie Hiroshima Mon Amour zum Beispiel, der titelgebend in Hiroshima spielt. Ich meine auch nach der Atombombe quasi, also das dann... Oder, ja, ja. Nee,
Ja, also nicht da, also natürlich dann, glaube ich. Genau, also natürlich nicht direkt so im Kern so, klar. Aber so, ja, ist auf jeden Fall ist eine schöne Liebesgeschichte. Aber den Film, den wir uns rausgepickt haben, beziehungsweise den Paul sich rausgepickt hat, ist letztes Jahr in Marienbad. Genau, der kam dann 2 Jahre später, nämlich 1961. Und ich kann gar nicht viel zusammenfassen, nur so viel, es geht um einen Mann, der in einer Hotelanlage auf eine Frau trifft und ja, die versucht er davon zu überzeugen, dass sie sich ein Jahr zuvor schon mal dort getroffen haben und verabredet haben. Doch die Frau, die kann sich nicht so richtig erinnern und dann entspinnt sich so ein ganz mysteriöser Rausch, in dem irgendwie Raum und Zeit, Gegenwart und Vergangenheit so verschwimmen. Ich muss einmal sagen, ich liebe ja Filme, die in irgendeiner Art und Weise in Hotels spielen oder in Ferienanlagen, in Schlossgärten oder irgendwie so. Ich finde diese Atmosphäre einfach immer schon so, oh ja, ich will Urlaub oder so. Ich will mich da jetzt so ein bisschen zurücklehnen. Der Film ist jetzt nicht wirklich so für Urlaub gemacht, denn der ist schon eine sehr, sehr deutliche Abkehr eben von all dem, was gang und gäbe war im gewöhnlichen Kino. Der wirft Zeit- und Erzählstrukturen über den Haufen. Der bietet keine lineare Handlung. Ja. Also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, vor vielen, vielen Jahren, das war zu der Zeit, wo alle sich den Mund wässrig geredet haben darüber, dass Christopher Nolans Inception ja der ultimative Mindfuck-Film ist. Und nachdem ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir so, nein, es gibt einen Film, der das auch weitaus krasser macht. Und bis heute finde ich diesen Film sehr faszinierend, gleichsam auch sehr anstrengend. Und ich will ehrlich sein, ich habe bis heute von meiner Sparte aus nicht wirklich ergründen können, was will der Film von mir? Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich ihn sehr mag. Dem geht's mir ähnlich, ja. Mir geht's auch so ein bisschen, das hat dann so eine seltsame Faszination, wenn man davor sitzt und dann merkt man, dass hier alles, also zum einen sieht es wunderschön aus. Also wirklich, ich finde, diese Bilder, die dort eingefangen werden, die sind echt, da ist die Beschreibung Gemälde oder man geht durch eine Galerie und so. Da trifft das wirklich zu, weil das sieht wunderschön aus. Und dann hat er so viele verschiedene Dinge und Facetten. Der ist auch stellenweise so unheimlich. Aber das hat was ganz Reizvolles. Er fällt für mich so in dieselbe Sparte, nenne ich es mal, wie Kubrick 2001. Also es sind beides Filme, die ich sehr schätze, die mich jedes Mal so ein bisschen irritiert und sprachlos zurücklassen und die halt auch jedes Mal in meinem Oberstübchen dann beginnen weiterzuarbeiten. Bei Kubrick habe ich dann noch die größere Faszination, weil ich den visuell einfach stärker finde, aber es ist dann schon irgendwie unfair, die beiden Filme miteinander zu vergleichen. Aber irgendwie sind das so Filme, wie so diese Zauberwürfe, diese Rubik's Cube. Du weißt, wenn du dich anstrengst, könntest du es schaffen, dass alle Farben auf einer Seite sind, aber du schaffst es einfach nicht. Sehr schöner Vergleich, ja. Danke. Kann ich jetzt gehen? Nein, noch nicht. Ja, also wirklich ein fantastischer Film. Mag ich sehr. Und er hat auch eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch bekommen. Und in Venedig gab es, glaube ich, auch einen Goldenen Löwen für René. Ich hatte das ist einer der Filme, die ich leider noch nicht gesehen habe. Sonst, das ist so der letzte Film, den ich noch aufholen muss in Renés Filmografie, meine ich. Und ja, das wird auf jeden Fall bald noch passieren. Der nächste Regisseur, den wir sprechen wollen, ist nochmal was sehr Spezielles. Da haben wir zwei Filme, die besonders daraus stechen, die ich auch beide tatsächlich gesehen habe. Und zwar, wir sprechen hier von Chris Marker. Und der war ein Regisseur, der sehr speziell war auch. Der gehört auch zu diesem linken Flussufer, meine ich. Ja. Genau. Und das merkt man auf jeden Fall, weil die Filme, also der hat meistens eher so Richtung Dokumentarfilm, aber hat auch Fiktion gemacht. Und das haben wir mit dem Film Am Rande des Rollfeld oder ich glaube im Original ist La Jetée. Genau, ich glaube, das kann ich sogar aussprechen, weil das im Film oft gesagt wird. Genau, was der Film so spannend macht, das ist auch ein Kurzfilm, der, glaube ich, 30 bis 35 Minuten um den Dreh rum läuft und der in Bildern erzählt wird. Sprich, man hat schon Dialog,
Also jeder Film wird in Bildern erzählt, aber dieser Film wird tatsächlich in Standbildern erzählt. Also man hat kein Bewegtbild, sondern es sind Fotos quasi, die aneinandergereiht sind. Und eine lange Dia-Show. Eine Dia-Show, genau. Es ist eine Dia-Show, in der eine Science-Fiction-Geschichte, könnte man schon fast sagen, erzählt wird. Und was ganz spannend ist, weil das wusste ich nicht, ich habe diesen Film irgendwann gesehen, weil ich gehört habe, der soll halt gut sein. Und den gab es, glaube ich, auf YouTube zu der Zeit. Und der Film ist der geistige Vorfahre zu 12 Monkeys tatsächlich. Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich habe 12 Monkeys nicht gesehen. Also kann ich das schlecht beurteilen. Okay, also das ist auf jeden Fall, also das ist, wenn du beide gesehen hast, also wenn du dann 12 Monkeys siehst, ich glaube, das ist halt auch so interessant tatsächlich, die Reihenfolge, denkt man sich, ah, okay, daher ja. Kommt das. Also das sind so die, wir bleiben mal spoilerfrei hier, aber das ist so quasi die Prämisse des Ligeti ist halt quasi komplett übernommen worden zu 12 Monkeys. Und 12 Monkeys spinnt halt nur eine andere Geschichte darum quasi. Ja. So ungefähr kann man das sagen. Ich bin gerade unsicher, ich habe zuerst 12 Monkeys gesehen und dann den Kurzfilm. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass es irgendeine DVD-Auflage von 12 Monkeys gab, wo der Kurzfilm, glaube ich, mit enthalten war. Und ich glaube, da habe ich ihn dann auch gesehen und war dann auch recht überrascht davon. Vor allem, weil ich 12 Monkeys sehr schätze, ist für mich, glaube ich, der letzte wirklich gute Terry Gilliam-Film, leider. Aber irgendwie fand ich, dass der Marker-Kurzfilm irgendwie dann noch ein bisschen stärker war mit seinem Ende. Weil er ist halt eben, du hast ja schon gesagt, er erzählt halt wirklich mit den Bildern und nicht mit Dialog. Und da 12 Monkeys, obwohl es ein Terry Gilliam-Film ist, schon eher Richtung Hollywood geht, ist das natürlich ganz anders aufgebaut und umgesetzt worden. Nichtsdestotrotz, beide Enden sind echt stark. Das stimmt. Und bei 12 Monkeys ist halt eher, dass es so ein bisschen mysteriöser, könnte man sagen. Mhm. Während Ligeti halt, finde ich, der ist eher gruselig. Ich finde, das ist ein recht gruseliger Film, so, weil es ist natürlich alles in Schwarz-Weiß und so diese Szenen sind halt trotzdem sehr, sehr spannend gewählt. So. Also die Szene dann quasi, wo diese Person da so untersucht wird und so. Das ist, finde ich schon, das ist auf jeden Fall, ja. Hat schon so einen Gruselfaktor irgendwie. Ja. Wobei ich da sagen muss, dass 12 Monkeys es besser hinbekommt, die Tragik des Resultats, nenne ich mal, zu visualisieren. Also ich habe bei 12 Monkeys am Schluss eher ein Kloß im Hals als bei Am Rande des Rollfelds. Mhm. Ja, dem kann ich zustimmen. Gut. Das mag ich nicht. Ja. Nö, ja. Gib uns einfach recht, Paul. Gib uns einfach recht. Ja, ich stimme dazu, ja. Was bei Chris Marker tatsächlich auch noch recht spannend ist, das habe ich in einer Dokumentation von Agnes Varda gesehen. Ich glaube, das ist die Strände von Agnes, glaube ich, heißt der. Der ist, glaube ich, so von 2008 und da erzählt sie ein bisschen über ihre Laufbahn und von den Leuten, mit denen sie zu tun hatte und halt über die Filme, die sie gemacht hat bis dato. Und da redet sie dann, spricht sie auch über Chris Marker und da habe ich dann erfahren, Chris Marker hat sich, glaube ich, nie gezeigt. Also ich glaube, es existiert kein Bild von dieser Person im Internet. Also wahrscheinlich, wenn man tief genug googelt, wahrscheinlich schon irgendwo. Aber er hat darauf gesetzt eigentlich, dass man nicht weiß, wie er aussieht, weil ich glaube, seine Begründung ist quasi, weil seine Kunst im Vordergrund stehen soll und nicht die Person dahinter quasi. Und dass die Person dahinter nicht relevant ist quasi. Ganz, ganz, ganz spannend eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und das wird auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man sich dann eine Dokumentation anguckt von Chris Marker. Und zwar Sir Soleil, denke ich mal, wird das ausgesprochen. Unsichtbare Sonne. Und da ist das eine Doku, wo so Reiseeindrücke quasi im Endeffekt gezeigt werden. Und ich glaube, dass es Szenen sind, teilweise nicht mal von ihm selbst und teilweise von ihm selbst, also in Japan. Und dann wird da immer so ein bisschen geredet über, was er gesehen hat, irgendwie Kultur. Und das Spannende ist halt, dass quasi es gibt keine Personen, um die sich das Ganze dreht, sondern es sind wirklich einfach Aufnahmen von der Stadt und dann von Personen, die sich da so bewegen. Und genau, das ist ganz spannend. Ja. Ist das nicht so, ich glaube, ich kenne seine Filme, also ich habe nur Am Rande des Rollfeldes von ihm gesehen und dieses Unsichtbare Sonne, wie es glaube ich im Deutschen heißt, ist es einer dieser Essay-Filme, wie man sie glaube ich ja. Nennt. Genau. Das, da hat er glaube ich auch noch gut. Ein bisschen was gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Art des Filmmachens, auf die man sich einstellen muss und einlassen muss und ich, ja,
ich weiß nicht, ob ich damit so richtig was anfangen kann und ich weiß auch nicht, ob ich mich darauf richtig einlassen kann, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, so ist es auf jeden Fall interessant, aber das stimmt schon. Also es ist schon sehr speziell, weil es ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt einfach wahnsinnig avantgardistisch oder so wahnsinnig speziell. Es ist halt einfach, es ist halt sehr simpel, könnte man sagen. Es ist wirklich, weil es ist wichtig, dass man zuhört und dann muss man sich den Film, guckt man sich dann wahrscheinlich dann halt auch im Original ansprechen, man muss halt auch lesen quasi und weil das ist so, das gesprochene Wort ist das Wichtigste und dann guckt man sich die Bilder an und dann muss man, wie du gesagt hast, ist ja ein Essay, da geht es wirklich um das, dass man die Wissensaufnahme halt durch die Stimme quasi und das ist auf jeden Fall schon spezieller, also das ist so ein Film, den kann man jetzt nicht irgendwie um 11 Uhr abends gucken, wenn man, nachdem man irgendwie 12 Stunden gearbeitet hat, weil dann wird dann vermutlich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einschläft dabei, weil es, nicht weil es unfassbar langweilig ist, aber weil das eher so ein ruhiges Ding ist und wenn man sagt, okay, man will sich das jetzt angucken, sollte man da schon mit so einer gewissen Aufmerksamkeit dabei sein. Genau. Ja, ich glaube, mehr haben wir auch zu Chris Marker nicht zu sagen. Das ist nochmal so ein netter Exkurs auf jeden Fall. Und wir bleiben aber mal beim linken Flussufer und das bei einem Regisseur, den ich tatsächlich noch nichts gesehen habe. Da bin ich dann ein bisschen außen vor jetzt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du was zu sagen hast. Und zwar zu Luis Malle oder... Ja, ich spreche jetzt mal Luis so aus. Malle. Malle. Ja, Malle hat wieder offen. Yeah, ja, der Corona, geil. ja, also ich will ehrlich sein, ich bin jetzt hier kein Luis Malle-Experte, also bitte das nicht falsch verstehen. Ja, ich habe mich angelogen. Ich wollte unbedingt euch casten. Ich habe eigentlich keinen einzigen der Filme gesehen. Ich habe hier nur alle Wikipedia-Artikel offen. Luis Malle, auch ein Kind der Nouvelle Vague, auch ein durchaus bekannter französischer Regisseur, der einiges Großes gedreht hat. Ich für meinen Teil bin aber großer Fan seines Kriminalfilms / Thrillers Fahrstuhl zum Schafott aus dem Jahre 58, meine ich. Und im Grunde ist es schnell erklärt, es geht um den perfekten Mord. Und wir wissen in Filmen, wenn jemand den perfekten Mord plant, so perfekt ist er meistens nicht. Und das ist auch in diesem Falle so. Es geht um Julien, der seinen Chef umbringt und alles eigentlich perfekt geplant hat. Und dann ist es leider so, dass er merkt, fuck, ich habe einen Fehler gemacht und muss nochmal zurück zum Tatort. Und da dieser Tatort halt ein paar Meter höher über dem Boden ist, benutzt er den Fahrstuhl. Leider Gottes wird dieser aber abgestellt, weil der Hausmeister glaubt, dass keiner mehr im Haus ist. Und jetzt steckt er im Fahrstuhl fest und muss halt irgendwie aus dem Fahrstuhl raus, um halt eben den Tatort noch einmal ein bisschen zu präparieren, damit alles so aussieht halt eben wie ein Selbstmord und nicht wie ein Mord. Ich habe ihn vor ein paar Monaten gesehen. Mhm. Und ich glaube, dass so ganz ist er mir tatsächlich gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben, obwohl ich ihn eigentlich ganz, ganz gut fand. Was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, weil ich habe mir zu Beginn natürlich die... Also durchgelesen kurz, worum es geht. Und dann war natürlich das klingt so zentral, das mit diesem Fahrstuhl. Und das klingt wie eine, es gibt ja bestimmt irgendeinen amerikanischen Film, wo es nur in einem Fahrstuhl, oder wo es halt so, ja, wie so ein Kammerspiel, was eben, wo man 90 Minuten den Mann im Fahrstuhl sieht und er versucht, aus dem Fahrstuhl zu entkommen. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht so, denn dieses Ding, das passiert zwar, aber es ist so mehr am Rand und eigentlich werden dann noch so ein paar andere Handlungsstränge mit aufgenommen, die jetzt so gar nicht in deine Inhaltszusammenfassung jetzt vorkamen und auch die eigentlich in meinen Augen gar nicht so zentral in erster Linie sind. Ja, das stimmt. Ich verbinde mit dem Film tatsächlich zuallererst den Soundtrack von Miles Davis, der natürlich bekannt ist. Also jeder, der sich ein bisschen mit Musik auseinandergesetzt hat, ist bestimmt schon mal über den Namen Miles Davis gestolpert. Wenn nicht, Schande über euch. Und was den Film für mich halt auch auszeichnet, ist etwas, was ich in meiner Perspektive fast zu jedem Film der Nouvelle Vague sagen lässt, also die paar, die ich gesehen habe. Nämlich, er hat so eine Kühle, so eine gewisse Kälte und aber auch eine gewisse Direktheit und er ist im besten Sinne entschleunigt.
Ja, das also erzählerisch. Also die Geschichte, die ist, glaube ich, jetzt eher, ja, ist halt eine Genre-Geschichte. Aber wie sie erzählt wird, das ist langsam ist jetzt falsch gesagt. Aber wie gesagt, ich würde wirklich sagen, entschleunigt. Und diese entschleunigte Herangehensweise sorgt dafür, dass so ziemlich jede Aktion immer irgendwie die das Gefühl gibt, das ist jetzt wichtig, das könnte jetzt irgendwie, das ist jetzt das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das könnte der finale Puzzlestein sein, etc. pp. Und das sorgt dafür, dass der Film durchgängig wirklich unglaublich spannend ist. Und was er auch ist, und das verbinde ich auch mit der Nouvelle Vague, ist, ich finde, das ist ein sehr, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, existenzialistischer Film. Denn im Grunde ist dieser Julien, der wirklich alles perfekt durchgeplant hat, auch nur ein Opfer des Zufalls. Hm. Und jetzt dürft ihr wieder. Ja, ich fand ihn gut. Aber es war jetzt für mich keiner dieser Vertreter, der mir jetzt hier sehr im Gedächtnis geblieben ist. Aber es hängt auch wahrscheinlich ein bisschen an, dass ich so mit, Kriminalfilmen da jetzt nicht so viel am Hut habe und mich die meisten da eher so ein bisschen unbeeindruckt zurücklassen. Es gibt natürlich Ausnahmen und wie gesagt, ich fand es auch nicht schlecht. Aber ich kann da jetzt keine großen Reden noch mit rausholen. Ich habe eigentlich auch schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Also ich könnte natürlich jetzt noch sagen, was da alles passiert, aber ich glaube, vielleicht gibt es da draußen noch ein paar Leute, die ihn nicht kennen. Und da möchte ich natürlich jetzt nicht das Erlebnis versauen, den ich den Leuten verrate. Das ist alles nur ein Traum. Ja, sehr doof. Und den gibt es aktuell auch bei Amazon Prime im Abo. Stimmt. Da kann man sich den ja noch angucken. Ich habe noch, also ich habe echt von, also das ist so ein Regisseur, von dem ja auch noch echt Filme auf der Watchlist stehen. Zum Beispiel Die Liebenden, Das Irrlicht, Der Dieb von Paris. Und einen Film von ihm habe ich sogar noch von ihm gesehen. Der gehört aber leider nicht mehr so richtig zur Nouvelle Vague. Der ist nämlich von 87 und heißt Auf Wiedersehen, Kinder. Den fand ich zum Beispiel auch sehr stark. Aber über den will ich jetzt nicht reden, weil der gehört nicht in die Zeit. Da ist der Paul rigoros, da kennt er keinen Spaß. Genau. Ja, also wie gesagt, ich kann leider auch nicht sagen zu dem guten Herrn. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und kommen jetzt so zu den wichtigsten Personen, wenn es um die French New Wave geht. Und da beginne ich einfach mit François Truffaut. Und Truffaut ist wahrscheinlich so, ist einer der großen Mitbegründer dieses, ich nenne es jetzt mal Genres, oder dieser Bewegung. Und er hat relativ früh damit angefangen, so 57, und ist damit auf jeden Fall einer der Anfänge quasi. Ich möchte, und das ist der Film Die Unverschämten, über den möchte ich jetzt gar nicht mal genau reden, sondern um den Film, der danach kommt. Und zwar heißt der im Deutschen Sie küssten und sie schlugen ihn. Und jetzt auf Französisch. Im Englischen, genau, eine Sekunde. Les quatre secours. Ah, okay, gut. Und im Englischen The 400 Blows. Ich glaube, unter dem Titel ist der Film vermutlich am bekanntesten. Gebe ich jetzt mal einfach, sag ich mal so. Sie küssten und sie schlugen ihn ist der BRD-Titel. In der DDR hieß der einfach Streiche und Schläge. Finde ich fast sogar besser, den Titel. Genau. Kurz zusammengefasst geht es in dem Film um den 14-jährigen Antoine. Und der lebt in Paris, Ende der 1950er Jahre. Also quasi genau zu der Zeit, wo der Film rausgekommen ist ungefähr. Und er lebt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater zusammen. Es geht eigentlich so ein bisschen um dieses Kindsein. Und es geht viel, also der Film spielt auch viel in der Schule. Und es geht halt darum, dass er viele Flausen im Kopf hat und viele Streiche spielt, seine Hausaufgaben nicht macht und auch lügt und immer wieder in Probleme verwickelt wird. Und das zeigt sich dann sowohl in der Schule. Und weil da hat man einen sehr, diese Person des Lehrers ist da recht spannend, weil das ein sehr strenger Lehrer ist, wobei an manchen Stellen aber rauskommt, also man sieht, das ist jetzt so nicht so ein von Grund auf böser Lehrer, sondern das ist so ein Lehrer, so der so wirklich so sehr streng einfach ist. Und das ist so noch diese Strenge, die man noch kennt, so die so vielleicht eure Eltern oder Großeltern erzählen, wo man so sehr gestriegelt worden ist und so, und das ist auch das, glaube ich, die Klasse, ich bin nicht 100% sicher, ich glaube, die ist eine komplette Jungenklasse, also es gibt Geschlechter getrennt, oder? Ich glaube auch. Genau. Und auf der anderen Seite hat man halt auch noch seine Familie, man hat seine Mutter, die
einen eher liebloseren Eindruck macht in dem Film und dann halt den Stiefvater, der halt mit ihm, mit dem er eher ein freundschaftliches Verhältnis hat und der ihn besser versteht. Somit hat man das Gefühl in dem Film. Und genau, ich finde den Film wunderbar und sehr schön, einfach weil der Film passend zu dieser Bewegung wirklich sehr realistisch ist und auch hin und wieder diese Kälte gut rüberbringt, von der Stu auch schon gesprochen hat. Das sieht man dann gerade, also das sieht man schon in der Schule, finde ich, weil dieser Lehrer halt schon die Schüler so knechtet. Und das sieht man dann auch in diesem Familienverhältnis so, gerade so bei der Mutter. Und das ist auf jeden Fall. Und ich finde, es ist ein sehr zeitloser Film, weil man, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr mit solchen Lehrpersonen oder so konfrontiert wurde, finde ich, ist einfach allgemein dieses Ding, dieses Kindsein sehr gut eingefangen einfach. Und ich finde, das kann man immer wieder auf sich selber reflektieren oder auf, weiß nicht, allgemein vielleicht auf seine Schulzeit reflektieren. Und genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was ich ganz witzig finde, ich wusste es gar nicht, dass der 14 Jahre alt sein soll. Ich habe irgendwie das Gefühl im Film, dass der wesentlich jünger ist. Ich dachte so, der wäre so 10 oder 11 vielleicht. Ich finde, der macht jetzt nicht so einen Eindruck, also so ein 14-Jähriger, so ein Jugendlicher so quasi ja schon ist. Ich finde, die wirken halt eher noch wie etwas kleinere Kinder so. Vielleicht hängt das mit dem Bild von 14-Jährigen zusammen, die uns in amerikanischen Filmen vermittelt werden. Das ist natürlich gut möglich, ja. Da sind es ja meistens schon so richtig so, wow, große, muskelbepackte Typen, wo du denkst, ja, der stimmt. Ist 14, what? Okay, ja, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Aber ich stimme dir da auch zu, dass das gerade, dass sich da vieles auch noch übertragen lässt. Auch eben, dass er dann gleich so, ja, als Problemkind abgeschoben wird oder so. Oder hier dem ja auch dann, man ins Erziehungsheim schicken möchte und so weiter. Es wirkt alles sehr echt und sehr nahbar und es ist so eine eine Studie von diesem Jungen und eben dem Milieu, in dem er aufwächst, so ein bisschen. Und dann beinhaltet natürlich auch ein paar der vielfach zitiertesten Filmszenen wahrscheinlich. Also gerade diese Endszene, die ist ja wirklich, die hat man schon auch, ich glaube auch bei den Simpsons schon mal gesehen. Bei den Simpsons hast du schon alles gesehen. Ja, das stimmt. Auch wahr. Hast du den gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Da war ich, glaube ich, zwei im Sinn. Ich glaube, da war ich gerade 18, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn furchtbar langweilig. Und habe ihn dann ein paar Jahre später nochmal gesehen. Ich glaube, auf Dreisat. Und da hat er mir wirklich besser gefallen. Ich hatte aber halt, glaube ich, echt immer die falschen Erwartungen an den Film. Mhm. Weil ihr habt ja schon gesagt, es ist ja wirklich mehr eine Studie als jetzt ein waschechtes Drama, sage ich mal. Es ist jetzt kein Film, wo irgendeine Figur eine Entwicklung macht. Es ist ja mehr so eine Beobachtung, die einfach einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass am Ende, dass du das Gefühl hast, so wie jetzt bei so heutigen Coming-of-Age-Filmen, ja, dass du denkst, so, oh, diese Figur hat jetzt was gelernt, sie kommt als neuer Mensch da raus oder sie hat jetzt irgendwas erreicht. Es ist auf eine faszinierende Art irgendwie fast schon ein bisschen niederschmetternd, dieser Film, finde ich. Ne? Weil du hast halt nicht dieses übliche, am Ende geht die Sonne auf, hast halt da nicht. Bleibt halt trostlos. Es ist so ein bisschen vielleicht der Systemspringer der Nouvelle Vague. Frage ich jetzt hier meine ganz, ganz steile These. War also so ungefähr, er ist nicht so krass und so, also er schreit nicht so raus, wie es Systemspringer tut. Aber im Grunde haben wir hier eben zwei Kinder, die eben als Problemkinder gesehen haben. Wobei bei Systemspringer ist das nochmal eine ganz andere Liga. Aber so ein bisschen von der Art und Weise, wie sich das eben so ausbreitet, ja. Ich finde, der Vergleich hinkt zum einen, zum anderen passt er aber auch. Es ist einfach, ja. So, wenn du halt den Kontext der Zeit nicht einbeziehst, glaube ich, würde ich sagen, ja, passt. Ne? Doch schon. Aber jetzt, wenn ihr jetzt Systemspringer toll findet, den es übrigens gerade bei Netflix gibt, der sehr empfehlenswert ist. Sehr empfehlenswert. Und ihr guckt dann, sie küssten und sie schlugen ihn, dann erwartet bitte nicht, dass er da irgendwie einen 14-Jährigen seht, der aussieht wie 9, der am Ende am Strand steht und irgendwo draufpinkelt. Das ist es nicht. Aber ich finde schon, sie teilen sich Teile ihrer filmischen DNA. Darauf würde ich mich einlassen, ja. Und
Und das Ganze ist ja der erste Teil einer Filmreihe. Also sie küssten und sie schlugen ihn. Teil des, wo habe ich es mir aufgeschrieben, des Antoine-Zykluses. Die auch. Wie hieß der nächste Film? Sie tätschelten und sie traten ihn? Nee, der heißt Antoine und Colette. Und den habe ich mir heute vor 5 Stunden ungefähr angesehen, weil das ist nur ein Kurzfilm und den konnte ich noch. Da habe ich gesehen, ach, den gibt's auf Mubi. Und da konnte ich mir den, habe ich mir den noch schnell angesehen. Und es führt so die Geschichte weiter. Und dann gibt es noch geraubte Küsse, Tisch und Bett und Liebe auf der Flucht. Und die drehen sich alle um diese Hauptperson. Und es ist auch immer derselbe Schauspieler, also zumindest in der Fortsetzung, was derselbe Schauspieler. Und ich glaube auch, das zieht sich durch die anderen drei. Und ja, erzählt quasi die Geschichte so ein bisschen weiter. Dann in Antoine und Colette geht's halt, ja, ist da eine kleine Liebesgeschichte. Dann ist er, glaube ich, 17 und dann verliebt er sich in Colette. Und ich habe nicht alles von dem Film verstanden, weil zwischenzeitlich die Untertitel ausgefallen sind. Aber zumindest von der Inszenierung und so, also die Stärken, die es auch. Frage, Ja. also ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn der dann 17-Jährigen spielt, sieht er dann aus wie 12 oder Nein, ich find, er sieht auch aus wie 17, aber er macht natürlich, er tritt auch immer auf, er raucht und im Anzug und so. Ja, aber also von der Inszenierung her oder so steht er auch dem ersten Teil in nichts nach. Dem handelt halt andere Themen. Es ist nicht mehr so ganz sozialkritisch, sondern es geht dann halt mehr um die Liebesgeschichte. Aber ich finde schön, dass man da auch ja, nochmal der Figur so ein paar Facetten gibt, auch nochmal alte ausspielt, eben nochmal aus der Vergangenheit, also aus dem ersten Film auch nochmal ein bisschen was zeigt. Ja, finde ich auch gut. Mir war bis vor 2 Minuten nicht bewusst, dass Sie küssten und sie schlugen eben Teil einer Reihe ist. Und wieder was gelernt. Deswegen hört man dieses Format. So. Eben. Genau. Genau, ich hab bisher leider auch nur Sie küssten und sie schlugen ihn aus diesem Zyklus gesehen. Ich habe sonst von Truffaut nur Jules und Jim noch gesehen. Der gefällt mir nicht ganz so sehr wie Sie küssten und sie schlugen ihn, aber es hat trotzdem, finde ich, trotzdem noch ein empfehlenswerter Film. Da geht es quasi um die beiden Freunde, Jules und Jim. Und Jules ist Franzose und Jim ist Deutscher. Da geht es quasi um diese Freundschaft und die wird dann teilweise, und das geht halt über viele, viele Jahre und da geht es halt um Krieg, also die sind dann jeweils im Krieg und finden einander wieder und dann geht es um so ein Liebesdreieck und genau, ist auf jeden Fall ist ein schönes Zeitdokument so ein bisschen, ja, aber so wie das halt so ist mit so Liebesdreiecken, so ich finde das oft wird das halt irgendwann für einen selbst einfach anstrengend so ein bisschen. Ja. Und damit hat Lukas euch beantwortet, warum es die Weltreise nicht so oft gibt. Ich hab den auch gesehen und ich mag den nicht. Also mir hat er dann wirklich, also mir hat er so ein bisschen dann, also Okay. es gibt sicherlich auch Dann. Punkte, die ich gut finde, aber größtenteils. Okay. Ich habe den auch gesehen und ich war ziemlich unterwältigt, will ich auch Ja. ganz ehrlich sagen. So ähnlich ging es Ich mir. Er kann wird mich auch immer auch nur hoch noch. gehandelt, finde Ja, ich. total, total. Ich hatte sehr hohe Ansprüche an den Film Ja. irgendwie. Ich kann mich auch wirklich nur an diese kurze Tanzsequenz, nenne ich es mal, erinnern, die ja auch jetzt schon öfters mal referenziert wurde in anderen Filmen. Aber ansonsten, also ich will nicht sagen, dass ich den scheiße fand, Gott bewahre. Und der ist wahrscheinlich in einem filmhistorischen Kontext betrachtet auch unglaublich interessant. Aber das war halt wieder so eines der Beispiele, wo man sich denkt, boah, das ist jetzt, sollte der Film sein, der einer Ja, der großen stimmt, Nouvelle ja. Vague-Klassiker. Und dann guckst du ihn an und denkst dir so, ah, war nett, aber. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Jules und Jim damals schon ganz eine andere Hausnummer Ja, war. das kann sein, ja. Du bist halt einfach zu spät geboren. Ich habe noch gesehen, schießen Sie auf den Pianisten. Und den wollte ich einfach sehen, weil ich den Titel cool fand. Ja. Und über den will ich auch gar nicht reden. Ich will nur sagen, dass dann nämlich Charles Aznavour in der Hauptrolle mitspielt. Und da gibt es jetzt bald beim Telestammtisch auch eine Besprechung zu, weil der kommt, ich glaube, eine Doku über ihn raus. Genau, ja. Und den werde ich besprechen. Hört da gern rein, wenn es schon draußen ist oder wenn es noch kommt. Gut. Würde sagen, es geht weiter und zwar mit zur nächsten Größe der Nouvelle Vague und wahrscheinlich dem Aushängeschild, die Personen, die die meisten Leute kennen könnten und das ist selbstverständlich Jean-Luc Godard. Godard ist ebenfalls eine der Personen, die sehr früh in dieser Bewegung dabei war und wahrscheinlich der mit seinem Stil
der den unverkennbarsten Stil der gesamten Bewegung hatte oder auch hat. Ich meine, der Herr lebt meines Erachtens noch, ja. Meines Wissens. Ja, ich glaube, es ist der einzige von den Regisseuren, die wir jetzt tatsächlich noch sprechen, der noch am Leben ist, oder? Ja. Ja, das passt. Genau, und dieser hat mit seinen Filmen, der hat so ein bisschen so die Handheld-Kamera und die Jump-Cuts erfunden, könnte man schon fast sagen, und hat damit tatsächlich Kino revolutioniert, weil der hat es am ernstesten genommen, damit quasi mit Bildern was anderes sagen zu wollen, als die seine Vorgänger. Und das sieht man zum Beispiel auch sehr stark in dem wahrscheinlich bekanntesten Film Außer Atem, der oft gezeichnet ist durch viele lange Einstellungen, wo dann auch erzählerisch vielleicht gar nicht so viel passiert, aber die trotzdem so eine sehr starke Breitweite haben. Über Außer Atem haben wir tatsächlich auch schon einen eigenen Podcast hier beim Telestammtisch gehabt. Den hatte ich sogar auch mit Stu zusammen. Deswegen können wir beide, denke ich, auch ein bisschen was noch darüber erzählen. Und das würde ich gerne Stu einfach mal die Möglichkeit geben. Ja, vielen Dank. Also, du hast es schon angesprochen, wenn man Nouvelle Vague sagt, denkt man meistens an diesen Film Außer Atem mit Jean-Paul Belmondo, der ja auch später zu einem der französischen Top-Darsteller geworden ist und der hier seine erste ikonische Rolle gespielt hat. Er spielt einen Kleinkriminellen namens Michel, der mit einem geklauten Auto unterwegs ist und bei einer Verkehrskontrolle im Eifer des Gefechts einen Polizisten erschießt und dementsprechend jetzt auf der Flucht ist und bei seiner Geliebten, einer amerikanischen Studentin namens Patricia, gespielt von Jean C. Burke, untertaucht. Und wer jetzt glaubt, das ist jetzt so eine Art Bonnie und Clyde-Geschichte, nicht ganz. Wenn man es polemisch zusammenfassen will, handelt der Film meist davon, dass Belmondo und Seberg im Bett sitzen, eine Kippe nach der anderen rauchen, über Sachen reden wie Romane und Literatur, und das war's. Aber der Film bietet dann doch mehr. Er hat, wie ich schon angemerkt habe, wie für die Nouvelle Vague, für mich zumindest in meiner Perspektive üblich, eine sehr starke Kälte. Er hat den sogenannten Jump Cut mit etabliert. Es gab davor auch schon Regisseure in der Nouvelle Vague, die das genutzt haben, aber keiner so krass, sage ich mal, wie jetzt Godard. Und er machte aus den Darstellern, glaube ich, auch so die ersten Sexsymbole der Nouvelle Vague. Und brachte halt so eine, wie soll ich sagen, rebellische Frische in das französische Kino. Also ich hatte das Gefühl, dass Außer Atem der Punkt war in der Nouvelle Vague, wo sie halt wirklich angekommen ist im Bewusstsein des französischen Kinos. Ihr könnt jetzt gerne was dagegen sagen, weil ansonsten labere ich mich hier noch zu Tode. Gib mir einfach recht. Diese Sprachen. Wir geben du einstimmig recht. Sehr gut. Nächster Film. Genau, also bei Außer Atem ist halt, ich mag den Film sehr gerne. Ich auch. Aber es ist auf jeden Fall auch ein spezieller Film. Und ich glaube, es gibt auch andere Filme von Godard, die vielleicht zum Einsteigen eher geeignet sind. Und da zum Beispiel, glaube ich, Der kleine Soldat müsste das sein. Ich glaube, der heißt im Original Pierrot Le Fou. Das müsste der sein, glaube ich. Pierrot Le Fou. Das ist mit dem. Ja, red das mal kurz weiter, weil ich dachte, Pierrot Le Fou war Elf Uhr nachts. Oder verwechsel ich das? Pierrot Le Fou ist Elf Uhr nachts. Dann 11 Uhr nachts. Mhm. Dann habe ich mich vertan, genau. Dann meine ich den nämlich, weil der ist so ein bisschen noch ein bisschen lockerer, würde ich sagen. Ein bisschen lockerer und auch ein sehr spaßiger Film. Aber auch mit Belmondo, ne? Meine ich. Elf Uhr nachts, meine ich. Ne? Ja. Ja, genau. Also ich weiß nicht, also ich hatte das zumindest so das Gefühl gehabt, so für mich persönlich. Ich habe die, glaube ich, alle drei so hintereinander so geguckt, ungefähr. Ich will ja ehrlich sein, so sehr ich Außer Atem schätze, ich habe ihn ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr nochmal geguckt für unsere Besprechung, die wir ja zusammen mit dem Andi gemacht haben. Liebe Grüße. Du kriegst deine Correa-Box eines Tages zurück, keine Sorge.
Aber das sind wirklich so Filme, ich kann mir davon nicht mehr als einen pro Tag angucken oder pro Woche sogar. Nach Außer Atem geht es mein Filmhören nach irgendwas leicht Verdaulichem mit vielen Explosionen und in Farbe und da will ich ehrlich sein, da werde ich dann doch zum Sven. Grüße an Sven. Na, also ich muss sagen, das war bei mir da auch. Also ich weiß auch noch, ich nenne es Zufall auf jeden Fall. Letztes Jahr hatte ich auf jeden Fall nach Godard, glaube ich, hatte ich das tatsächlich so einen Hänger gehabt mit Filmen. So. Ich habe das immer mal wieder, dass man so ein Loch fällt, wo man dann einfach so ein, zwei Monate eigentlich keine Filme einfach guckt, so, weil man. Dann ist einfach mal, hat für mich andere Sachen wichtiger und dann, keine Ahnung, ist man einfach mal viel draußen oder man zockt irgendwie die ganze Zeit nur und auf einmal hat man keine Zeit mehr dafür. Und dann hatte ich das danach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es an den Film lag, aber das war auf jeden Fall, da war dann so ein bisschen mein Akku verbraucht auf jeden Fall. Da hatte ich, glaube ich, Außer Atem geguckt, dann hatte ich 11 Uhr nachts geguckt und dann hatte ich noch Eine Frau ist eine Frau geguckt. Und das war eher, war das eher so Komödien? War das das? Ist das das, woran ich mich erinnere? Eine Frau ist eine Frau, geht doch um die Prostituierte. Aber mal ganz ehrlich, gibt es in der Nouvelle Vague wirklich einen Film, den ihr als Komödie bezeichnet? Ich kann mir das gerade echt nicht vorstellen. Also was ich kenne, das waren halt wirklich entweder handfeste Dramen oder zumindest Kriminalfilme. Aber eine Komödie von Jean-Luc Godard, das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben da noch, also Komödie jetzt nicht direkt. Wobei ich dachte, Eine Frau ist eine Frau, aber es kann sein... Das. Ich habe mich auch schon wieder vertan. Ich komme mit den Titeln voll durcheinander. Und zwar heißt der im Original Une Femme est une Femme. Und ja. Ich habe einfach in meinem Kopf mir zusammen. Ich glaube, ich meine die Geschichte der Nana S. ist das vermutlich. Weil ich kenne nur den Originaltitel und ich meine Vivre sa vie, meine ich. Und ich dachte, das klingt eine Frau ist eine Frau und Vivre heißt bestimmt Frau einfach auf Französisch. Also das war einfach mal wieder nur mein Unwissen. Dann Eine Frau ist eine Frau habe ich nicht gesehen, da müsste es die Geschichte der Dana S. sein, weil ich bin in den deutschen Titeln nicht ganz so bewandert, was das angeht. Ich schau mal eben nach. Das ist richtig. Une Femme ist eine Frau ist eine Frau. Und das war nämlich tatsächlich eine französische Komödie oder so eine musikalische Komödie, die aber dann auch wie dieses Komödiengenre so ein bisschen auf den Arm nimmt. Und wir haben auch später, denke ich, noch zwei Filme mindestens, die so dann komplett gegen das Kühle und das, gegen diese Gestalt schlagen. Ich habe ja auch mal bei Außer Art, bei irgendeinem jemand hat mal geschrieben, das fand ich interessant, dass man den Film durchaus auch als Parodie auf dieses Gangsterfilmgenre bezeichnen kann. Auf jeden Fall. Da ist ja auch was dran, weil dieser Michel, das ist ja eine Figur, die ist ja auch komplett unwirklich eigentlich. Also alleine, was der wegraucht, ja. Ich meine. Dieser Film hat es ja etabliert, dass die ganz coolen Boys, die halt schon mit Mitte 30 an Lungenkrebs verrecken wollen, sich einfach die neue Kippe mit der alten Kippe anzünden. Ja. Dementsprechend, also für mich ist Außer Atem jetzt als Parodie oder Satire, verstehe ich den nicht, aber ich kann diese Perspektive durchaus nachvollziehen. Du hast recht, lieber Stu, weiter geht's. Du Dankeschön. Hast sowas von recht. Danke. Genau, also... Muss ich sagen, bei Godard habe ich seitdem auch mich erstmal nicht mehr rangetraut gehabt. Also ich denke, das wird bald mal wieder kommen, weil ich würde von mir behaupten, dass ich mich mittlerweile weiterentwickelt habe im Gegensatz zum letzten Jahr und auf jeden Fall eine andere Auffassungsgabe besitze beziehungsweise mich länger dadurch kämpfen kann. Weil ich habe jetzt eigentlich dieses Jahr bisher wahnsinnig wenige Sachen wahnsinnig wenige Blockbuster gesehen, beziehungsweise Filme über aus den 2000ern so gefühlt. Ich habe viel französische Filme im Januar halt geguckt und habe das hier quasi alles aufgearbeitet und habe dann danach direkt, bin ich nach Italien gegangen und habe mir wahnsinnig viele neorealistische Filme angeguckt. Dann habe ich, glaube ich, 12 Ingmar Bergmann Filme hintereinander geguckt. Also ich glaube, mittlerweile bin ich gewappnet dafür. Jetzt auch schnell die ganzen Transformers-Filme mit Michael Bay und ist fertig. Ja. Aber ich verstehe auch, was du da sagte, so diese, dass du danach irgendwie so einen Ausgleich brauchst. Zuerst so, welchen ich auch. Also ich habe auch, wie ich versuche, so ein bisschen an Godard ranzuhängen. Ich habe von ihm noch hier, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie hieß denn das? Die Verachtung?
Ja, die Verachtung, aber die, auf die komme ich gleich. Sie hieß. Okay, gut. Sie wusste nichts. Nee, sie. Wie heißt denn der? Sie Frage. Weiß von dir also, und ich weiß von nichts. Nee, ich muss den Titel jetzt schnell mal suchen. Drei oder vier Dinge. Nee, zwei oder drei Dinge, die ich von dir weiß. Ich glaube, so hieß der Film. Okay. Ich weiß, Paul ist ja kein Französisch kann. So viel kann ich sagen. Nein, ich glaube, der hieß zwei oder drei Dinge, die ich von dir weiß. Das ist auch so ein Film. Also ja, schön, dass ich ihn mal gesehen habe, aber der war mir ein bisschen zu anstrengend. Danach erstmal so ein Yes-Day und dann bin ich erstmal wieder geerdet. Und was habe ich noch? Maskulin, Feminin oder die Kinder von Karl Marx und Coca-Cola? Den fand ich zum Beispiel noch schön von Godard. Den Titel habe ich gerade, das habe ich gerade nämlich auch gelesen, dachte ich, was ist das schon wieder für ein Beititel? Ja, ja. Finde ich interessant. Und den kann man auch so ein bisschen, das ist aber auch eher so ein Gesellschaftsbild, so ein Querschnitt übers Studentenleben. Ich weiß nicht mehr, ob es Studenten sind, aber junge Erwachsene, die da eben vor sich hin leben und denen man da folgt. Und die Außenseiterbande habe ich leider noch nicht gesehen, der ja auch immer wieder auftaucht. Was ich noch gesehen habe, ist von ihm Die Verachtung von 1963. Und den habe ich nochmal hier quasi mitgebracht, weil es eine der ersten Filme war, die ich von Godard gesehen habe. Und dem würde ich sagen, der ist vielleicht mit sogar am einsteigerfreundlichsten, weil er noch, also er kommuniziert diese Botschaft, finde ich, noch mit am klarsten. Also hier dringt dann wirklich das vor, Die Verachtung, schon allein der Titel. Ja, also Die Verachtung, da geht so ein bisschen um die Beziehung eines Drehbuchautors und die kriselt so ein bisschen und die Frau, also seine Frau wird dann durch die Arbeit ihres Mannes so ein bisschen an den Rand gedrängt und ja, da schwingt schon dann so ein bisschen eine Verachtung mit, aber die Verachtung, die er ja hier eigentlich so ein bisschen anspricht und die auch dann personifiziert in einem Hollywood-Produzenten auftritt, ist die Verachtung wahrscheinlich gegenüber Hollywood und dem, oder der Kommerzialisierung des Films, sag ich mal. Und da sind schon einige Kommentare hier dabei, die man auf der einen Seite so irgendwie in die Beziehung mit rein interpretieren kann, aber auch andererseits eben auf diese Metaebene heben kann. Und was für mich ein ganz großer Pluspunkt dieses Films ist, dass ein gewisser Fritz Lang hier mitspielt. Eine der großen Regisseure. Und ihn so live in Farbe zu sehen, das hat schon was ganz Besonderes irgendwie. Ich muss leider sagen, dass ich Die Verachtung nicht gesehen habe. Aber Fritz Lang sagt mir natürlich was. Ich habe aber Die Verachtung tatsächlich nie wirklich mit der Nouvelle Vague in Verbindung gebracht. In meinem Cineastenhören habe ich den Film zwar durchaus ins französische Kino verortet, aber ganz woanders hin. Deswegen kann ich leider dazu nichts sagen. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Vor allem unterstreicht es ja nochmal halt dieses Rebellische, was diese Nouvelle Vague hatte. Ne? Gerade dieses so gegen Hollywood. Wobei es ja auch durchaus Sachen gibt bei Nouvelle Vague, gerade zum Beispiel bei Außer Atem, dass man da auch das Gefühl hat, so ein bisschen bedienen sie sich ja auch gerne an Hollywood-Klassikern. Ne? Also zumindest an bestimmten Regisseuren. Genau. Oder auch Figuren. Ne? Also Hitchcock ist natürlich gerne benutzt. Und Truffaut hat natürlich mit Hitchcock dieses sensationelle Interviewbuch gemacht. Wie hieß er nochmal? Herr Hitchcock, wie haben die das gemacht? Das ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Cineasten. Und Truffaut hat ja auch später auch mit Steven Spielberg zusammengearbeitet. Also so ganz Hollywood den Rücken zugewandt hat die Nouvelle Vague, finde ich nicht. Das stimmt. Ich glaube auch vielleicht, dass es hier dann eher um die Kommerzialisierung des Films vielleicht dann dagegen. Wobei das schon ziemlich auffällig ist. Also wenn der hier Hollywood-Produzent oder wenn der Produzent hier wirklich als so eine Karikatur fast schon auftritt. Was mir dazu noch einfällt zum Thema zum Thema Kommerzialisierung, guckt mal in die Videobeschreibung, da könnt ihr dem Telestammtisch ein kleines Trinkgeld dalassen. Danke. Sehr schön, ja. Ich hab das noch, hätte man das hier unterbringen können. Ja, wenn man diesen Film gesehen hat, dann gibt es so eine Szene, die so ein bisschen aus dem
Rahmen fällt und bei der man sich eigentlich fragt, okay, warum ist die drin? Oder gut, vielleicht ist sie mir auch bloß aufgefallen, weil ich es vorher gelesen hatte. Die Szene ganz am Anfang, wo sich die Hauptdarstellerin nackt zeigt. Das kam eigentlich so zustande, dass nämlich dass man Godard doch darum bat, bitte um das Publikum anzulocken, vielleicht diese Dame auch mal freizügig und etwas, ja, oben ohne zu zeigen. Und auch die Art und Weise, wie er dieser, in Anführungszeichen, Bitte nachgekommen ist und dann diese wirklich sehr eigenartige Nacktszene damit eingebaut hat, das, ja, lässt tief blicken, würde ich mal sagen. Du hattest mich bei der Nacktszene. Es ist übrigens Brigitte Bardot, falls dir die was sagt. Ja, natürlich, Brigitte Bardot ist ja auch eine Ikone des französischen Films, auch wenn sie in den letzten Jahren sich ja eher mit Negativschlagzeilen zu Wort gemeldet hat, weil sie ja politisch wohl sehr rechts steht. Wobei, lebt die Dame eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Das weiß ich leider nicht. Jo, wollen wir weitergehen von den beiden Giganten? Oh, Moment, einmal habe ich tatsächlich noch, bevor ich hier Godard verlasse. Mich als großer Sci-Fi-Fan hat mich natürlich auch noch der Sci-Fi-Film von Godard abgeholt. Alpha Will. Oder wie er im Deutschen heißt, Lemmy Caution gegen Alpha 60, glaube ich. Oh mein Gott. Es ist ein schöner Beitrag in Science-Fiction-Genre. Es ist so eine Dystopie, in der, ja, in dem es eigentlich auch um, es ist so eine Mischung aus Sci-Fi und Noir und so ein Ermittler sucht, geht einem Kriminalfall nach in so einer computerkontrollierten Stadt. Das ist auch sehr schön. Und das Schönste, also der kommt hier ganz ohne Spezialeffekte aus und entwickelt das Ganze, diese Atmosphäre und auch dieses Trostlose, hier haben wir es wieder, mit Licht und Schatten und mit seinen Schnitten und das alles unheimlich ästhetisch und das sieht alles super schön aus, aber auch irgendwie eben so kalt und abstoßend. Finde ich gut. Jetzt können wir weiter. Okay, wir machen weiter mit einem Regisseur, zu dem ich leider auch nichts sagen kann, da ich seine Filme leider auch noch nicht gesehen habe. Das ist Jacques Rivette. Jacques Rivette. Ja, bei mir hält sie es auch bedeckt, bei seinen Filmen. Ich habe von ihm gesehen Unsterbliches Duell, aber der ist nicht Nouvelle Vague. Der schließt sich dann so ein bisschen an. Der ist 1976, geht da um den Kampf einer Mond- und einer Sonnenprinzessin, sind es, glaube ich, Göttin, Mondgöttin und Sonnengöttin, die sich auf der Erde duellieren. Aber ich möchte mich ja an meinen Kodex halten und deswegen nicht weiter auf diesen Film eingehen. Ich habe den Namen, will ich ehrlich sein, auch jetzt hier gerade zum ersten Mal gehört. Von daher kann ich also da jetzt vom Film oder von Jacques Rivette? Von beidem. Okay. Gut, dann tut uns das leid für alle Jacques Rivette-Fans, dass wir leider nicht so viel zu... Für alle Jacques Rivette-Ultras. Genau, wenn jetzt Bobby irgendwo da draußen einen Jacques Rivette-Fan mit so Rivette-Fähnchen und Poster da sitzt, ihr verdammt ist ganz Bastard. Enttäuscht ist. Der hat nur auf die Ausgabe gewartet. Ja. Das gibt einen Dislike. Ja. Es tut uns leid und wir entschuldigen uns im Namen des gesamten Tele-Stammtisches, dass wir nicht weiter über Jacques Rivette reden können. Vielleicht werden wir nochmal einen Nachtrag dazu machen. Auf jeden Fall, es kommen aber auch noch genügend Regisseure, über die wir was sagen werden. Deswegen denke ich, ist das okay. Und jetzt können wir zu einem Regisseur, wo ich mich sehr freue, darüber das eine oder andere Wort verlieren zu können. Und das ist Jacques Demy. Yay. Der ist bekannt vor allem für wahnsinnig tolle Musicals. Und da haben wir einmal Lola, das Mädchen aus dem Hafen, die Regenschirme von Cherbourg oder Cherbourg und die Mädchen von Rochefort. Das Ganze bildet eine Trilogie, die jetzt nicht von den Personen her zusammenhängen, sondern die sind alle romantische Filme. Es geht um Liebe und es geht um Tragik, die Tragik der Liebe und dies wird musikalisch dargestellt. Das ist dann auch immer ein bisschen unterschiedlicher. Zum Beispiel die Regenschirme von Cherbourg. Da wird der Film komplett gesungen. Sprich, jeglicher Dialog ist
gesungen und bei Die Mädchen von Rochefort hat man ein eher klassischeres Musical, wo dann Gesangseinlagen immer wieder vorkommen, aber wo durchaus auch normaler Dialog stattfindet. Und soweit ich mich erinnere, ist Lola das Mädchen aus dem Hafen normaler Dialog und dieser Musical-Anteil wird da so zurückgeschraubt. Man könnte fast sagen, dass so das Mädchen von Rochefort, zumindest von seiner Machart, dann irgendwie eine Kombination aus den vorangegangenen beiden ist. Ja, das kann gut sein. Also Lola habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe nur die anderen beiden habe ich gesehen bisher. Und habe ich beide auf jeden Fall sehr geliebt. Ich muss sagen, also mir gefällt Die Mädchen von Rochefort, gefällt mir nochmal einen Tacken besser. Weil das dann richtig so, das ist wirklich, das ist für mich, das ist einfach viel gut. Kino. Das ist wirklich, das ist aber ein Riesenspaß. Erstens sieht der Film wahnsinnig gut aus. Der ist so, der ist super bunt und super hell und diese Stadt ist auch einfach sehr schön. Oh. Oder sehr schön inszeniert auf jeden Fall. Und die Musik gefällt mir dafür auch nochmal einen Tacken besser. Gerade einer der ersten Songs, also erstmal in dem Film geht's um die beiden Zwillinge, Zwillingsschwestern, Solange und Delphine. Und die sind Tanzlehrerin und unterrichten Klavier und sind, also wie man sieht, sind auf jeden Fall schon sehr musikalisch veranlagt. Und die sind beide noch nicht verheiratet und geht's eigentlich grob darum quasi, dass sie ihre Liebe finden wollen und das ist dann, dass sie schon so Leute quasi haben, die sie interessant finden und das ist dann immer verbunden mit einer Reihe unglücklichen Zufällen, so dass man sich immer wieder so gerade verpasst und alles immer ganz tragisch und ja, das ist schön. Also das ist wirklich wunderbar, das ist so ne, und ich finde halt diese Welt quasi da, dieser Kosmos, der da erschaffen wird, ist einfach unfassbar sympathisch und irgendwie sind die Personen einfach alle sehr toll. Die Schauspieler kennt man auf jeden Fall auch so. Die Delphine wird von Catherine Deneuve gespielt, die auf jeden Fall eine Ikone des französischen Kinos ist, die auch heute immer noch hin und wieder zu sehen ist. Zum Beispiel haben wir im letzten Japan-Cast über sie geredet, da sie in Hirokazu Koreedas La Vérité mitspielt. Über den Film will ich jetzt nichts sagen, weil dann hackt mir Andreas den Kopf ab vermutlich, weil wir dann das vierte Mal über den Film sprechen. Genau. Und bei was ich bei dem Film so mag, dass es halt so ein richtig knalliges Musical ist, was halt so richtig, so wirklich ins Gesicht quasi. Und das ist halt ganz witzig, weil ich finde, der Film ist so wahnsinnig ins Gesicht, dass er schon wie ein bisschen wie so eine, bisschen wie so eine Parodie wirkt teilweise. Oder dass quasi Jacques Demy in dem Film sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich ein Musical oder was macht ein Musical aus und das dann halt mit diesem Film erkundet so, weil das, man hat auch hin und wieder sind dann so ein paar Szenen, die so dieses, die so, also die Dialoge zum Beispiel sind oft tatsächlich so ein bisschen rabiater und so, dass dann auch so viel so geflucht wird teilweise oder dann wird auch nebenbei wird dann so, ist da so ein Nebenplot, wo es dann darum geht, dass ein Typ halt einfach jemanden so ziemlich brutal ermordet hat und so. Und das ist dann auch alles immer so nebenher einfach. Und es ist dann so gefühlt so, ja, das war so ein netter Mann, aber wie kann er das tun so? Und dann so, ach, keine Ahnung. Und dann geht's hier los mit dem Song und dann wird immer, kommt irgendwie Chasseur de Jumel. Das ist der beste Song in dem ganzen Film, finde ich. Das ist, glaube ich, einer der ersten Songs, wo sich quasi, also dieser Vorstellungssong quasi von den beiden Schwestern. Der kommt ja ein paar Mal vor. Und ich glaube, das ist der beste Song. Ich habe 3 Wochen lang ungelogen Ohrwurm davon gehabt, obwohl ich nicht mehr Französisch kann, aber das ist der beste Song. Ich mag dieses Liebeslied unglaublich gern. Und ich finde generell, wie sich das alles zuspitzt, und du hast schon gesagt, mit diesen Zufällen, weil sie sich immer, also es geht natürlich auch ums Verliebtsein und um, ich möchte, also das ist alles wirklich zuckersüß, ich möchte doch den Richtigen finden. Und als Zuschauer weiß man natürlich schon, das ist so offensichtlich, wer hier mit wem zusammenpasst. Und dann wird man wirklich die ganze Zeit so auf die Folter gespannt und will es irgendwie, aber bis natürlich auch am Ende und dann kommt am Ende dieses wunderschöne Lied in diesem Klavierladen und ach, das ist wirklich zum Dahinschmelzen. Ja, also das ist so ein Film,
Für den habe ich nur Liebe. Für den, der ist für mich, das ist ein perfekter Film für mich einfach. Der ist einfach, der macht so unfassbar viel Spaß und ist einfach, wie gesagt, dann hat man einfach gute Laune. So, das ist so, das ist ein perfekter Film zum Abends, wenn man einen langen Tag hat, einen harten Tag hat, ist der perfekte Film. Und morgens, wenn man aufgestanden ist, guckt man sich den Film an, dann hat man einen wunderbaren Tag. So, ich bin ein Riesenfan, ein Riesenfan von diesem Film. Geht auch über die 120 Minuten, der unterhält wirklich durchgehend und echt. Also ich finde es gar nicht so sehr, dass es das so, also Parodie, ich finde vielmehr, das ist so eine Hommage eben an diese alten Hollywood Musicals, und es spielt ja auch Gene Kelly himself mit. Das ist ja auch noch so ein Punkt, der halt in Amerika in ganz vielen Musicals mitgespielt hat, und ihn dann hier zu sehen, das ist natürlich auch. Und er zählt natürlich auch als eine der großen Inspirationen für La La Land. Und wenn man da genau hinhört und auch sich das Ganze anschaut, da erkennt man schon deutliche Parallelen. Ja, garantiert, das stimmt. Also da würde Damien Chazelle auf jeden Fall bitterböse lügen, wenn er sagen würde, es wäre nicht so. Ich glaube, er ist auch großer Fan. Ich glaube, da macht er gar keinen Hehl draus. Ja, ja, ganz ehrlich, muss man ja auch nicht. Warum sollte man das verheimlichen? Ich finde, der Film, das ist kein Guilty Pleasure. Das ist einfach nur ein toller Film. Ein ganz schöner. Den gibt es auch, glaube ich, nur im Original mit deutschen Untertiteln oder englischen, wahlweise. Ich zumindest habe keine deutsche Synchro gefunden. Auch die DVD-Ausgabe ist untertitelt. Was ich halt so schön fand, dass hier wirklich dieser Charakter des Musicals kommt richtig durch. Bei Die Regenschirme von Cherbourg ist es eher, ja, da wird halt alles gesungen, aber so dieses Musical, genau, es gibt keine Tanzszenen. Und genau, dadurch, dass es halt nur gesungen ist, ist das so, ist es halt, hebt sich das nicht so ab. Richtig, so, genau, Ding. Ja. Das Einzige, was da richtig nochmal reindrückt, ist das Ende, was auch so richtig schön und auch so ein bisschen, ja, bittersüßer ist, nicht so glatt geleckt. Aber das Ende fand ich von Die Regenschirme von Cherbourg sehr, sehr schön. Aber für mich ist es auch im direkten Vergleich, auch vom Gefühl her, wäre ich auch bei den Mädchen von Rochefort, die einfach, das ist echt ein, da kann man sich reinfallen lassen und ach, man kann es echt genießen. Und selbst wenn da mal zwischenzeitlich kurz von einem Mord gesungen wird, da macht es man auch ganz clever. Da singt man, normalerweise sind es so lange, ausschweifende Balladen, und dann wird über den Mund, der wurde mit einem Ball umgebracht, und dann rattert man das so runter. Das ist so ein netter kleiner, so ein nettes kleines Tüpfelchen, aber es zerstört jetzt nicht die wirklich sehr bunte Atmosphäre des Films. Ja, garantiert nicht. Das ist ein wunderbarer Film. Hast du die gesehen, Stu, zufällig? Nein. Du als großer La La Land und Musical-Fan. Und alles, was ihr über diese Filme jetzt gesagt habt, ist für mich ungefähr, klingt so, diese Filme sind in Weihwasser eingelegte Knoblauchzehen und ich bin Graf Dracula, wirklich. Das klang für mich komplett furchtbar. Das ist, Musicals sind nicht mein Ding. Und dann auch noch knallig und gute Laune und geh weg damit. Sorry. Also nicht meins. Ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Nee, tut mir leid. Nicht meine Vorstellung. Okay. Das ist natürlich schade, aber... Nein, es ist gut. Ich respektiere deine Entscheidung. Auch wenn es mir irgendwie wehtut, aber... Ja, ihr dürft auch schon mal schlechten Geschmack haben. Ich will ja nicht so sein, aber... das ist wirklich nicht meins, allgemein Musicals. Es gibt ein paar Musicals, mit denen kann ich ein bisschen was anfangen. Also, ich mag... Ja, du kommst damit Dance in the Dark oder was? Nein, Dance in the Dark mag ich auch nicht. Oh Gott. Aber ich mag die Absurdität und Wildheit von Rocky Horror Picture Show zum Beispiel und auch die Songs darin. Aber allgemein, Musicals, es tut mir leid, nicht mein Fall. Ich finde La La Land auch nicht gut. Obwohl ich auch von City of Stars auch 2-3 Tage einen Ohrwurm hatte, aber nee, sorry. Ja. Ist okay, wir verzeihen es dir gerade noch, vielleicht. Ja. Okay, wir gehen mal weiter, vielleicht mit einer Person, mit der Stu auch wieder mehr anfangen kann, auch wenn wir gar nicht so weit thematisch von Jacques Demy weggehen, denn wir sind jetzt bei unserer Premiere, der erste weibliche Filmemacherin, über die wir sprechen, und das ist dann gleichzeitig auch, ja. Kommt jetzt die Filmemacherin, wo ich jetzt weiß, dass Paul jetzt eine halbe Stunde lang sie loben wird? Was? Ja. Gut, dann fang an, Paul. Ich höre zu. Okay. Und zwar, genau, wir sind jetzt bei der Ehefrau von Jacques Demy, und zwar bei Agnès Varda. Yay! Paul, die Bühne ist deins.
Mir geht's so ein bisschen wie Andy, habe ich das Gefühl, im letzten Cast, der unbedingt über Hirokazu Koreeda reden wollte. Und jetzt kann ich endlich, jetzt komme ich mit meiner Agnes Varda-Box, die ich mir hier aus Frankreich importieren lassen Collection, habe. Oder? Nee, so eine, also wo alle Filme von ihr drin sind, die ich aus Frankreich habe und wo ich froh war, dass die Englisch untertitelt sind, weil wie gesagt, ich hatte kein Französisch in der Schule. Aber ich bin froh, dass die Untertitel haben, außer einen Film. Den musste ich mir nochmal bestellen. Naja, also, Frau Varda, ja genau, ist die Ehefrau von Jacques Demy und auch wenn man sich deren Filme anguckt, ist es so, also weil sie sind wirklich komplett gegensätzlich, ihre Filme. Ich weiß gar nicht, wo ich bei ihr anfangen soll. Sie wird häufig als Großmutter der Nouvelle Vague bezeichnet und Martin Scorsese hat sie auch mal als die Göttin des Kinos beschrieben. Ja, und ja, auch ich bin von den meisten ihrer Filme alles andere als abgeneigt. Sie ist vielleicht schon so ein bisschen durchgeklungen. Und da wir jetzt bei der Nouvelle Vague, da wir bei der Nouvelle Vague sind, habe ich versucht, mich so ein bisschen drauf zu beschränken. Und dann eben die Filme aus diesem Zeitraum aufgeschrieben oder aufgelistet. Ich möchte auch nicht über alle sprechen, um Gottes Willen. Aber aus dieser Zeit stammt zum Beispiel La Pointe Courte. Ja, eine Liebesgeschichte. Und auf der anderen Seite wird eine Alltagsgeschichte eines kleinen Fischerdorfes erzählt. Das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes. Das ist eine Abhandlung über die Liebe aus der Sicht eben des Mannes. Dann die Geschöpfe wieder in Science-Fiction-Drama. Ich hatte so Gefühl, so jeder hat mal so einmal noch wollte er seinen Beitrag irgendwie zum Science-Fiction-Genre ziehen. Also natürlich muss man sagen, das sind hier alles keine Science-Fiction-Filme à la Star Wars oder so, sondern das sind dann eher Science-Fiction-Dramen, die sich aber doch mit Science-Fiction-Themen irgendwie beschäftigen. Und ein Film, den ich jetzt hier quasi mitgebracht habe, einer der bekanntesten ihrer, der heißt im Deutschen oder hieß im Deutschen erst Mittwoch zwischen 5 und 7. Mittlerweile heißt der Cleo Mittwoch zwischen 5 und 7 und kommt aus dem Jahre 1961. Und es geht um eine junge Frau, die ist Sängerin und die wartet besorgt auf eine Diagnose ihres Arztes, denn sie befürchtet, an Krebs erkrankt zu sein. Sie besucht zu Beginn des Films eine Wahrsagerin, deren Karten alles andere als gut für sie aussehen. Ja, und nun plagen sie große Sorgen. Und fortan versucht sie, diese Sorgen eben durch verschiedene Dinge zu zerstreuen. Sie trifft sich mit Freundinnen, sie singt, sie geht ins Kino. Ja, und das ist es eigentlich. Also das ist ein Drama, was so fast in Echtzeit spielt, eben zwischen 5 und 7 Uhr eines Tages. Und eben bis sie das Ergebnis ihres Arztbesuches erhält. Das Schöne ist, oder das Ding, was war da eben auch, sie ist auch eine ganz große Dokumentarfilmerin. Und ich kann meistens nicht viel mit Dokumentarfilmen anfangen. Es gibt ein paar wenige. Und dazu zählen auch wahrscheinlich alles von Frau Varda, auch wenn mich die Themen da meistens nicht so interessieren oder so, zumindest im ersten Moment. Sie schafft es dann zumindest, dass ich da über die Laufzeit dranbleibe. Und in diesem Film, das ist ein Spielfilm, da verschmelzen so Dokumentation und Fiktion. Und man ist aber trotzdem noch sehr nah an den Charakteren dran. Ja, das war mein Anfangsstatement. Ich glaube, Lukas, du hast ihn auch gesehen, oder? Schnitten. Ja, den habe ich genau, den habe ich auch gesehen. Genau, wo man halt dieses Dokumentarische, das finde ich, merkt man da darin, dass der Film ja so in so Realtime quasi funktioniert oder stattfindet. Und ich finde, das ist so der größte Punkt, wo man diesen Dokumentarstyle findet. Und was an dem Film auch so toll ist, das ist einfach ein wunderschöner Film einfach. Ja, trotz seiner Thematik, weil sie hat ja wirklich, ich nenne es mal Sterbensängste, oder sie hat eben Angst, an Krebs erkrankt zu sein, aber trotzdem ist der total leichtfüßig. Also er ist jetzt kein schweres Drama. Genau, und ist halt auch super super snackable, so, weil der auch steht, so 90 lang, Minuten, ja. Genau, das ist halt wirklich, das ist perfekt, also das ist so, gefühlt, da hat sie jede richtige Entscheidung getroffen, finde ich. Ja, es gibt zum Titel des Filmes noch eine nette Anekdote, die sie irgendwann mal sie hat eine Dokumentar-Miniserie, hat sie gedreht, wo sie verschiedene Städte besucht und man sie da durch die Länder begleitet und so weiter. Und da war sie unter anderem auch in Berlin und da hing ein Plakat zu diesem Film.
mit der großen Überschrift Mittwoch zwischen 5 und 7. Ja, und sie hat sich dann so ein bisschen über den deutschen Titel amüsiert, denn weder spielt Cleo in dem Titel eine Rolle, und man hat einfach mal den Mittwoch dazu gedichtet, was nach ihren eigenen Aussagen gar nicht der Fall ist, denn der Film würde an einem Dienstag spielen. Das fand ich ganz lustig, und das Verrückte ist, ich habe dann eben nochmal geguckt und auch im englischsprachigen Wikipedia und so auch mich mal durchgeklickt, und das scheint sich fast so ein bisschen etabliert zu haben, dass das alles an einem Mittwoch spielt. Auch gut. Ja gut, ja. Schöner Film, und ja, aber nur eines von vielen herausragenden Werken dieser Regisseurin aus meiner Sicht. Also ich mag sie wirklich. Sie hat ja tolle Filme gemacht und auch später noch. Also sie hat ja ihr letzter Film, sie ist ja, glaube ich, 2019 verstorben. Genau. Ja, im März 2019. Hat sie... Das ist, glaube ich, gestern hat sich das gejährt, glaube ich, tatsächlich. Gestern, oh. Ja. Da hat sie dann noch... Den 29. März, vor 2 Tagen. Ja gut, Augenblicke einer Reise, den habe ich noch nicht gesehen. Das war nämlich der Film, der in dieser DVD-Box als einziges nicht untertitelt war. Warum sie ausgerechnet... Welcher ist das? Ist das einer der neuesten? Ist ja das, genau, das ist, glaube ich, dürfte der letzte oder der neueste eben sein. Der Original heißt, der war da bei Agnes, ist es der? Nee, der heißt... Ach, dann ist das Faces Places? Genau, Faces Places. Oh, der ist so toll, den habe ich im Kino gesehen, tatsächlich. Oh. Ja, also... Das war mein Einstieg zu Agnes war da. Ich kannte die Dame davor tatsächlich noch nicht, und das war bei mir in einem kleinen, süßen Programmkino meines Vertrauens. Und da war ich mit... Da hatte ich eine Phase, da war ich mit einem Freund von mir, da waren wir immer sehr häufig im Kino, und das war dann, das war dann zu irgendeinem Film, da lief ja der Trailer davor, und dann meinte ich, ey, das klingt irgendwie cool, lass uns den ansehen, wenn er im Kino, wenn er ins Kino kommt, und dann kam der, und dann sind wir da reingegangen, und wir waren beide sehr, sehr verzaubert. Einfach auch, weil hier kommt ihre Persönlichkeit nochmal sehr zum Vorschein, weil man muss sagen, Agnes war da, war unwahrscheinlich sympathisch und lustig und wirklich... Also in ihren Dokumentarfilmen erschien sie mal wirklich eine zuckersüße Person und einfach wahnsinnig sympathisch. Die schien so jemand, wenn sie eine kleine Idee hatte, ja, das baut sie einfach ein. Und das sind manchmal solche Szenen. Es gibt einen Film, der nennt sich Lion's Love. Und ich rede jetzt wahrscheinlich so viel, weil ich nicht weiß, wann ich die nächste Mal Gelegenheit habe, über sie zu sprechen. Aber da gibt es eine Szene in diesem Film, in dem einfach eine ganz normale Geschichte erzählt wird von Schauspielern, und dann kommt plötzlich ein kleiner Bruch, der geht so 2 Minuten, und dann wird singend die Einrichtung dort in der Wohnung vorgestellt. Einfach so total random aus dem Nichts wird das ist eine goldene Ananas. Und dann kommt so, und das hat mich so gecatcht, weil das sind so ganz kleine, detailverliebte Dinge, die mich dann immer wieder dort zurückholen. Auch hier, ich finde jetzt nicht alle Filme von ihr super toll, La Bronte Corte, da hatte ich so ein paar Einstiegsprobleme, und wie gesagt, die Dokumentation, wenn es dann nur um Burgen geht und man dann also nur Französisch hört und dann mit den englischen Untertiteln nicht mitkommt, dann ja, dann bleibt das Interesse stellenweise auf der Strecke, aber der Großteil gefällt mir sehr gut. Und die hat 2 Dinge, und die möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, nämlich einmal noch 101 Nacht. Ein Film zum 100-jährigen Bestehen des Kinos, nämlich 1995, wo sie einfach ja ihre Version eben ja eines Geburtstagsgeschenks an das Kino gefilmt hat und dann quasi so ein Best-of mit ganz, ganz vielen, den großen Namen aus dem Französischen und Italienischen und eben auch aus Harrison Ford hat auch einen ganz, 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 ganz kleinen Auftritt. Aber da durchstreift man nochmal ganz viele solcher Filme, und das wirkt alles in diesem Film gerade so wie eine Familie, auch wie sie immer wieder mit ihrem Mann, sie hat ihrem Mann ja einen ganzen Film gewidmet oder auch verschiedene Filme, eine Dokumentation und einen Spielfilm, und sie hat auch, weil wir gerade über die Mädchen von Rochefort geredet haben, einen tollen Film zur Entstehung des Films gemacht, nämlich The Young Girls Turned 25. Also 25 Jahre, nachdem dieser Film gedreht worden ist, ist sie quasi nach Rochefort zurückgekehrt und hat diese Stadt, was dieser Film für diese Stadt bedeutet hat. Das ist so ein ganz kleines Städtchen, und hat dort Einwohner gefragt, was sie früher gemacht haben, in welcher Szene sie quasi Statist waren oder wie sie das wahrgenommen haben. Und das ist ein ganz, ganz zuckersüßer und ganz
Oh, da geht einem das Herz auf, wenn man das sieht. Und wenn man sich dabei, ja, wir haben uns bei den Dreharbeiten kennengelernt und das ist auch ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Dokumentarfilm von ihr. Ja. Gut. Und jetzt höre ich Genau, was auf. man halt. Genau, was ich noch gerne zu Agnes Varda natürlich sagen würde, was halt auch einfach, sie war ja auch eine sehr engagierte Feministin und das hat sie halt in ihren Filmen oft eingebaut und ich finde, niemand hat das bisher so gut eingebaut wie Agnes Varda und ich glaube, also jetzt gerade auch bei Cleo oder auch ihrem Film Vogelfrei zum Beispiel oder im Original Vagabond, da finde ich, da kommt das enorm rüber und ich habe auch so ein paar so Interviewszenen und so, ich glaube auch in Die Strände der Agnes, glaube ich, da redet sie da auch ein bisschen drüber, über Feminismus und so. Und das ist, finde ich, sehr, sie erklärt das oder sie erzählt das sehr gut und ich finde, die hat einen wahnsinnig gesunden Standpunkt gehabt und hat das halt auch dann in ihre Filme so wahnsinnig gut einfließen lassen. Und deswegen finde ich, ist auch Agnes Varda für jede Person, die sich etwas mit Feminismus auseinandersetzen möchte oder halt auch mal außer sich, keine Ahnung, also gerade würde ich sagen, Leute vielleicht, die auch irgendwie jetzt in dem Sinne, in dem Fall meistens halt irgendwelche Männer, die sich vielleicht ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen, weil die sich immer nur, weil die, keine Ahnung, in falschen Bubbles unterwegs sind und dann halt immer nur so Männerhass irgendwie mitkriegen oder so, die sollten sich auf jeden Fall mal mit Agnes Varda auseinandersetzen. Und allgemein sollte sich einfach jeder mit Agnes Varda auseinandersetzen, weil das einfach sehr tolle Filme sind. So Sie gerade zu empfehlen ist. Ja. Nee, sie ist auch allgemein so sehr politisch. Also sie hat ja auch zum Beispiel Ja. eine Doku über die Black Panther-Bewegung gemacht und auch, also sie, das klingt bei ihr immer durch. Und wenn man sich dann das ganze Bild von ihr, das ergibt sich schon sehr stimmig. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, das so, also das finde ich an Agnes Varda mal sehr toll, dass sie immer sehr visionär war, immer viele Visionen hatte, die sie dann auch umgesetzt hat und dass sie gleichzeitig ihre Stimme halt auch einfach genutzt hat. Und wirklich finde ich es immer sehr auf eine sehr gesunde und sehr verständliche Weise genutzt hat, so dass man einfach, man konnte da, finde ich, immer was draus nehmen. Also ich konnte bisher eigentlich aus jedem Film, den ich von ihr gesehen habe, irgendwie was mitnehmen. Und der hat mich immer irgendwie berühren können. Und das beginnt bei Cleo von Mittwoch von 5 bis 7. Das ist in der Doku Faces Places. Das ist in Vogelfrei oder in Les Bonheurs. Das ist auch ein wunderbarer Ja, Film. genau, das Und ist halt es. auch und dann. Und halt auch in vieler ihrer Dokus dann halt in Die Strände der Agnes, in Onkel Janko. Das sind alles wunderbare Filme, die ich, wie gesagt, ich kann es jedem einfach nur ans Herz legen. Uneingeschränkt. Ich habe nichts von der Dame gesehen, ich will ehrlich sein. Der Name war mir im Begriff. Aber wie gesagt, ich kenne nichts, habe aber nur Gutes von ihr gehört. Ich habe sie hin und wieder mal so in Interviews gesehen und fand sie irgendwie alleine jetzt visuell, also optisch irgendwie, sie strahlt so einen gewissen Charme, so eine gewisse Sympathie aus. Das ist mir das letzte Mal wieder aufgefallen, da habe ich auf Arte eine Dokumentation über Takeshi Kitano gesehen und da lief sie dann kurz durchs Bild und irgendwie dachte ich mir so, ach, die ist so, irgendwie ist die, also ich spüre es mal so niedlich knuddelig, ich weiß nicht, Ja. so. Ja, die ist auch so ganz klein und Genau, ja. in. Aber ja, ich will ehrlich sagen, ich habe nichts von ihr gesehen, aber ich weiß halt, dass Paul großer Fan ist. Es sei ihm gestattet, jeder braucht ein Hobby. Und ich wollte jetzt ja auch nicht intervenieren, weil Paul sich halt schon gefühlt, seitdem wir uns kennen, beim Telestammtisch darauf freut, einmal über Agnes Varda reden zu können. Okay. Genau, und ich würde sie eben, bevor wir weiterfahren, würde ich gerne noch einen Film erwähnen, nur ganz kurz, der gut dazu passt, der jetzt nicht mehr Nouvelle Vague wirklich ist und der jetzt zwar französisch ist, zwar von Chantal Ackermann, die halt auch sehr feministische Filme gemacht hat. Das würde ich gerne noch da eben reinschmeißen und da den Film Jeanne Dielmann 23, weiß nicht, wie man 23 Französisch spricht. Quai du Commerce 1080 Brüssel vermutlich kurz erwähnt haben. Ich will gar nicht über den Film reden. Das ist ein 3,5 Stunden Klopper über eine Frau, die in 3 Tagen einen Haushalt macht. Und ja, guckt ihn euch an, wenn ihr die Zeit dafür habt und wenn ihr die Geduld dafür habt. Der ist Ja, gut, das kann ich war's. empfehlen. Hast du den gesehen? Ja, tatsächlich. Jetzt staunst du, ne?
Ja, tatsächlich schon. Genau. Den habe ich auch gesehen. Also den habe ich auch gesehen. Es ist ein sehr interessanter Film, weil das so, weil der Film so gezielt quasi anstrengend ist, so um dich, und reflektiert so dann ein bisschen so ein Frauenbild. Es ist sehr spannend auf jeden Fall. Es ist sehr avantgardistisch. Es ist so ein bisschen die filmische Antithese zu, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. True, ja. Ach ja, genau, wir haben jetzt eigentlich so, ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Rundumschlag auf jeden Fall gemacht, was die Regisseure angeht. Machen jetzt nochmal hier so ein kurz nochmal ein bisschen kleines Durchgehen, was das Sonstige angeht. Nochmal ein paar speziellere Fälle quasi, die jetzt vielleicht auch nicht mehr 100% dann Nouvelle Vague sind, aber die um die gleiche Zeit so entstanden sind. Das ist dann zum Beispiel Robert Bresson, der dann für seinen Minimalismus bekannt ist. Der hat Filme gemacht wie A Man Escaped, Pickpocket oder O Hazard Balthazar, ein Film, der sich um einen Esel dreht, beispielsweise. Im Deutschen heißt er zum Beispiel Balthazar. Genau, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also gerade A Man Escaped, finde ich, ist ein wahnsinnig toller Film von Robert Bresson. Und bei ihm ist halt speziell, dass es halt wie gesagt, dass es halt sehr minimalistische Filme sind, die man mit wenig Schauplätzen und wenig Text und so arbeiten. Genau, ist spannend. Ich weiß nicht, ob ihr was davon gesehen hattet, aber... Ja, zum Beispiel Balthasar habe ich auch gesehen. Und den fand ich auch gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Kann man empfehlen, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Gerade wäre so ein bisschen so minimalistisches Kino wie... ich weiß gar nicht, was damit vergleichbar ist, so Abbas Kiarostami vielleicht oder so. Ein bisschen ist auch wieder, ist auch wieder ein Stimmungsdrücker. Also nichts, was, wo man danach schreit, juhu! Ja, das danach kann man sich doch wie diese Regenschirme von Rochefort oder so angucken. Die Regenschirme von Rochefort. Ja. Ja, genau, das wäre danach ein guter Film, ja. Genau. Genau, was dann noch so an, es gibt natürlich noch Eric Romer zum Beispiel, ist noch ein Regisseur, über den man jetzt noch viel reden könnte, wo ich jetzt leider nicht viel zu sagen kann. Der hat Filme gemacht wie Claires Knie oder Meine Nacht bei Mord. Das ist, glaube ich auch Teil einer Trilogie, glaube ich. Oder hat er eine Reihe gemacht, die so sich so mit, die haben, glaube ich, im Original so den Titel von, da ist dann jedes Mal eine Jahreszeit, glaube ich, drin, aber oder mit Farben. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Ich habe auch, also genau. Ja, ich habe leider auch nichts von Eric Romer. Das ist wahrscheinlich noch auch meine größte Baustelle. Von ihm habe ich tatsächlich noch, glaube ich, noch gar keinen gesehen. Ja, bei mir ist ich habe einen von ihm gesehen. Allerdings war das im Jahr, glaube ich, Anfang der 2000er, Die Lady und der Herzog. Und da war ich für im Kino und bevor ich jetzt versuche so zu tun, als ob ich voll der Cineast bin und voll der Arthouse-Fan, muss ich sagen, dass ich bei dem Film eingeschlafen bin. Weiter bitte. Ich glaube auch, seine Filme werden doch ganz oft zusammengefasst unter moralische Erzählungen. Da habe ich sie zumindest immer mal in solchen DVD-Schubern gesehen. Ich weiß auch noch nicht, ob mir das dann so zusagt. Muss ich mal abchecken, mal sehen. Genau, also auch hier wieder... Entschuldigung an alle Eric Romer-Fans. Vielleicht reicht mir das nach. Ihr könnt euch ja zu dem Jacques Rivette-Fan gesellen. Genau. Ein Regisseur, über den wir noch sprechen können, ist Jean-Pierre Melville, der gerade durch so Crime-Thriller, sag ich mal, auf sich aufmerksam machen konnte. Damit zum Beispiel einmal Les Samouraïs, der mit Alain Delon in der Hauptrolle ist, das würde ich schon sagen, ist schon fast so ein Kultfilm irgendwie, weil der so einen sehr speziellen Stil hat und wahnsinnig stylisch einfach ist und halt dieser gefühlslose Protagonist. Ich würde sagen, ist das so ein bisschen die Blaupause für den Profikiller-Film, oder? Ja, stimmt. Das ist so, keine Ahnung, Leon der Profi und Hitman vielleicht als Spiel sogar so. Ist sehr gut möglich, dass die dadurch beeinflusst worden sind. Genau, und ein anderer Film von Jean-Pierre Melville, den man noch kennen dürfte, ist Vier im Roten Kreis, Le Cercle Rouge. Ja, aus dem Jahre 1970, ist genau genommen auch jetzt nicht Nouvelle Vague, aber wie ich finde auch, wie der eiskalte, Le Samouraï, wie heißt der nochmal im Deutschen? Der eiskalte Engel. Der eiskalte Engel, Gottverdammt. Gehört er auch so zu diesen französischen, ich würde sagen, Filmklassikern, Schrägstrich-Kultfilm.
Und Vier im Roten Kreis ist auch mit Alain Delon und erzählt quasi die Geschichte von drei Gangstern, die sich zusammentun, um einen Juwelenraub durchzuführen. Und dann gibt's halt noch diesen Kommissar, ich glaube, gespielt von Yves Montand, wenn ich mich jetzt nicht irre, der das halt eben zu verhindern versucht. Und das Schöne an dem Film ist halt eben, wie der eiskalte Engel auch diese Kälte, die er ausstrahlt. Er hat ein, wie ich finde, durchaus zynisches Weltbild und auch eine sehr klare und auch sehr kalte Ästhetik, wie bereits erwähnt. Und er ist vor allem bekannt geworden durch diese Einbruchsequenz, die halt in Echtzeit abläuft und ohne Dialog rauskommt. Und da haben sich auch sehr viele Filme nachher noch bedient. Also während der eiskalte Engel so die Blaupause war für so die, ich sage mal, Profikiller-Filme, ist so Vier im Roten Kreis, wird gerne so als Blaupause für so Heist-Movies auch benutzt. Ja, das stimmt. Und was sehr spannend ist, finde ich, er reiht sich so ein bisschen Minigenre innerhalb dieses französischen Films ein, finde ich, und zwar diese Crime- Filme und diese bisschen auch Heist-Filme, da gibt es dann zum Beispiel auch noch Rififi, das ist ein paar Jahre jünger, der reiht sich da auch ein. Ich finde, der funktioniert wahnsinnig gut, weil er diesen Vorgang des Heists so wahnsinnig spannend darstellt. Ja, also Rififi für alle, um es mal zu symbolisieren, war so der Ocean's 11 der damaligen Zeit. Ja, das finde ich, trifft das eigentlich gar nicht mal so blöd und so schlecht. Und den fand ich selbst als Nicht-Kriminalfilm-Fan, den fand ich auch echt gut. Und was ich noch zu Melodie sagen möchte, ist, ich finde, das ist halt von den jetzt genannten Regisseuren schon der, wo man deutlich merkt, dass der, glaube ich, am häufigsten und am meisten so über den großen Teich geschielt hat nach Hollywood. Ja, dem kann ich so zustimmen. Das, finde ich, sieht man gerade bei Der eiskalte Engel, weil das ein wahnsinnig stilisierter Film auch einfach ist, so von der ganzen Optik her und so. Das kann man nicht leugnen, auf jeden Fall. Aber ich finde, das macht es natürlich auch nicht schlechter. Ja, so ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass der Melville, der ja 73 gestorben ist, auch gerne mal in Hollywood arbeiten wollte, oder? Da kann ich da gerade nicht zu viel sagen. Also da bin ich mit der Biografie nicht so vertraut, tatsächlich. Hm. Also ich weiß halt, dass er nach Vier im Roten Kreis noch hier Der Chef gemacht hat, auch mit Alain Delon, ich erkenne ein Muster, und da hat er zumindest, glaube ich, mit einem amerikanischen Schauspieler zusammengearbeitet, diesem Richard Crenna, den die meisten wahrscheinlich als Colonel Trautman aus den Rambo-Filmen kennen. So, ich habe jetzt genug Blut geschissen, ihr dürft jetzt wieder. Ich würde jetzt noch so 1, 2, 3, 4 Filme nennen, die jetzt, wie gerade schon gesagt, nicht mehr unbedingt Nouvelle Vague sind, aber die aus ähnlichen Zeit kommen und sehr einflussreich waren, gerade, oh mein Gott, da hatte ich gerade so einen Voice-Crack, die sehr einflussreich waren und auf jeden Fall die Filmlandschaft schon verändert oder beeinflusst haben. Und das ist der erste Film, über den ich dann sprechen würde, ist, da haben wir ein Genre, in dem wir uns, glaube ich, heute noch eigentlich nicht bewegt haben, ist zwar dem Horrorfilm, und da haben wir Augen ohne Gesicht von Georges Franju. Der Film ist großartig. Ja. Aus dem Jahre 1960, und das ist so ein bisschen ein Film, ich würde sagen, der ist so ein bisschen, hat vielleicht so einen Startschuss für so Richtung Body-Horror gegeben und so. Und genau, in dem Film geht es quasi um einen Arzt oder einen Chirurgen eher und seine Tochter, richtig? Ja. Die erleidet einen Unfall, einen fürchterlichen Unfall, und ihr Gesicht ist ganz entstellt und er beginnt quasi zu forschen, was er tun kann, um sie wieder schön zu machen, und fängt dann an anderen Leuten zu experimentieren und quasi zu versuchen, eine Gesichtstransplantation zu machen. Und genau, und das ist so, darum geht's im Film quasi, und genau, das ist ein grandioser Film auf jeden Fall, der auch, wie gesagt, viel für das Horrorgenre getan hat. Genau, der wurde auch oft referenziert. Ich hatte zuletzt so das Gefühl, dass sich der Almodóvar bei dieser Die Haut, in der ich lebe, stimmt. Hat mich da auch stark erinnert. Oder ich glaube auch, dass Cronenberg sich da auch einiges ausgeliehen hat. Also dieser Film ist ein wirklich sehr starker Horrorfilm, wirklich ein
grandioser Klassiker, der auch heutzutage wirklich noch gut funktioniert und mir zumindest jedes Mal, wenn ich ihn gucke, wirklich eine Eiseskälte über den Rücken jagt, weitaus mehr als aktuelle Jumpscare-Festivals. Hm? Das stimmt, der Film kann schon gut schocken. Ja. Ist ein sehr zu empfehlender Film, der wie gesagt ein bisschen spezieller ist, aber toll. Toller Film aus Frankreich. Und das war es aber tatsächlich schon fast so mit Horror, leider. Aber wir haben noch ein paar andere tolle Filme, zum Beispiel der Film Les Trous, ich glaube, Der Kreis heißt das, glaube ich, ganz simpel. Und der Film ist sehr interessant, weil da geht es um Insassen, fünf Insassen, die im Gefängnis sind und entkommen wollen, das nach einer wahren Begebenheit. Und die quasi ein Loch anfangen zu graben in ihrer Zelle und dann kommt ein neuer Insasse dazu und die wissen erst nicht, ob die dem vertrauen können und machen es hinterher doch und zusammen wird dann dieser Ausbruch Tag für Tag, Nacht für Nacht geplant und gemacht und man könnte sagen, dass auf jeden Fall Filme wie Die Verurteilten auf jeden Fall sicherlich davon beeinflusst worden sind, beziehungsweise vielleicht auch einfach Stephen King, weil der hat ja, das passiert ja alles auf einer Buchvorlage und der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig toll, es ist ein richtig guter Thriller. Mhm. Dann machen wir aber direkt weiter. Und zwar habe ich dann noch gerne, wenn ich erwähnen würde, wäre Henri-Georges Clouzot, der zwei auch tolle Filme gemacht hat. Mir einmal Wages of Fear. Oh, ja. Genau, der spielt nicht in Frankreich, sondern der spielt in Südamerika, meine ich. Und da geht es um einen Herren oder zwei Herren, die sich entscheiden, einen Laster mit Öl zu transportieren. Und dieses Öl zu transportieren und genau. Und da, ich will gar nicht so viel über den Film sagen, weil ich finde, das ist ein Film, den sollte man sich so anschauen und voreingenommen einfach, weil das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannender Film, der wirklich grandiose Bilder hat, wo man wirklich da sitzt und einem auch das Blut gefriert, weil es so spannend ist. Also wirklich famoser Film. Es gab auch ein paar Jahre später ein US-Remake von William Friedkin mit Roy Scheider, was auch sehr gelungen ist. Aber das Original ist alleine schon wegen seiner Schwarz-Weiß-Ästhetik nochmal, finde ich, ein anderes Kaliber von Film. Und ich kann dir da nur allen beipflichten. Also der ist wirklich so spannend. Das ist schon es grenzt schon so ein bisschen an Körperverletzung irgendwann, finde ich. Ja, und dann hat der Film dann dazu auch noch ein sehr geiles Ende dann auch, wo man sich wirklich denkt, auch eine große, große Empfehlung. Und nach The Wages of Fear hat Henri-Georges Clouzot noch einen anderen spannenden Film gemacht. Der nennt sich Die Teuflischen im Deutschen, Diabolik. Mhm. Und was ich an dem Film interessant finde, der hat so ein Gefühl, man könnte fast sagen, der hat so den Plot-Twist erfunden, so ein bisschen. Ja, weil man am Anfang. Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, dass die Diabolischen mit so dieses Subgenre des Psychothrillers mit aus der Taufe gehoben haben. Ich würde sagen, es war so der erste Startschuss und dann kam halt, glaube ich, zwei Jahre später in den USA Alfred Hitchcocks Psycho und dann war das Baby geboren, sage ich mal. Ja. Und bei dem Film ist es halt auch der, weil der ist halt nicht, der hat nicht einfach eine Wendung quasi, sondern der ist sich bewusst, dass er diese Wendung hat. Und ich glaube, am Anfang ist halt auch so ein Disclaimer, da steht, ja, reden Sie mit niemandem über den Film so, lassen Sie die Leute so komplett unvoreingenommen da reingehen so, jeder soll diese Erfahrungen selber machen können so. Also da wurde dann auch richtig wirklich drauf hingearbeitet, zu sagen, yo, hier kommt was Cooles, nimmt den Leuten das nicht weg. Also vielleicht so der erste Film, der wirklich gesagt hat, nicht spoilern. Bei dem Film auch die Warnung jetzt aussprechen möchte. Ich glaube, wenn man den jetzt heutzutage guckt, wo dieser Plot-Twist ja nicht gang und gäbe ist, aber schon wesentlich häufiger vorkommt, könnte der Twist des Films wahrscheinlich ein bisschen altbacken wirken. Da sollte man sich vielleicht ein bisschen drauf gefasst machen, dass der mit der Perspektive der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so keck, frisch und neuartig wirkt wie halt damals. Das sollte man vielleicht mit einbeziehen. Das stimmt. Also auch so die, gerade finde ich so, ist die Einleitung und so, die Exposition ist schon ein bisschen klotzig so und der Einstieg ist nicht einfach, finde ich, in dem Film.
Genau, aber trotzdem finde ich einen Film, den man sich halt allein durch seine Prämisse und wirklich ein sehr wunderbares Finale auf jeden Fall mal anschauen kann. So, ich habe auf meiner Liste nur noch einen Regisseur und der ist vermutlich eigentlich das Gegenteil von Nouvelle Vague, aber ich würde ihn trotzdem gerne erwähnen, weil er für mich unfassbar schöne, lustige und charmante Filme gemacht hat, und das ist Jacques Tati. Ja. Der französische Buster Keaton, sage ich jetzt einfach mal als steile These. Nee, also Jacques Tati ist international einer der wichtigsten Komödianten, nenne ich es mal, den es gab, zweifellos. Also Charlie Chaplin, Jacques Tati, die gehört für mich so auf einem Level. Ja, garantiert. Vor allem, weil er auch dieses Slapstick, so, das ist so richtiges Slapstick, was halt funktioniert, was so einfach durch seine Bilder, also was der Film so durch sein Visuelle, was halt passiert quasi, erzählt. Das finde ich einfach, das ist einfach sehr, sehr spaßig. Und für mich ist da so die Spitze erreicht Tati in Playtime für mich. Das ist für mich der beste Film aus seiner Feder. Das ist auch ein Film, der, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der auf dem Buckel hat, 50, 60, 70. Und der ist immer noch eindrucksvoll. Also alleine, wenn man sich mal überlegt, dass sie halt damals keine Computergrafiken hatten, um das zu generieren. Und gerade halt diese, ich sag nur, Kreisverkehr, das ist halt der Wahnsinn, wirklich. Das ist ja unglaublich schön. Ich würde sogar so weit gehen, das ist halt auch so ein Bild, du drückst da auf Screenshot und kannst es dir ausdrucken und an die Wand hängen, weil es so unglaublich schön aussieht. Ja, das stimmt. Der hat so auch einen wunderschönen Look. Was ich finde tatsächlich, dass mich Playtime vom Optischen erinnert mich, auch wenn das eigentlich komplett gegensätzlich ist, erinnerte mich von der Optik ein bisschen an der eiskalte Engel, so gerade in diesen Restaurant-Szenen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das sieht so, also zumindest vom Interieur, finde ich, kann man da auf jeden Fall irgendeine Ähnlichkeit finden. Finde ich ganz spannend. Also ich finde halt, dass Playtime, obwohl der halt unglaublich bunt ist und vielseitig von seinem Farbenspektrum, auch so eine gewisse Kälte ausstrahlt, weil der Tati ja auch in dem Film durchaus was anklagt, sage ich mal. Ne? Ja. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass du gesagt hast. Also es ist komisch, also ich liebe ja Chaplin und so und seinen Slapstick-Humor. Oh, willst du wieder den Spaßverderber jetzt machen? Ja. Nein, also ich habe auch gar nicht viel von ihm gesehen. Ich habe gesehen die Ferien des Monsieur Hulot und Tatis Schützenfest, glaube ich. Und die Ferien, da mochte ich wieder dieses Urlaubsambiente. Zeig mir einen Strand und da bin ich schon irgendwie, da kann ich mir den schon angucken, aber gerade Tatis Schützenfest, keine Ahnung, das hat mich nicht so richtig abgeholt, wobei ich jetzt sagen muss, dass sie mir hier auf Playtime schon ein bisschen Lust gemacht hat. Mal sehen. Ja, also ich würde jetzt halt sagen, dass du hast, glaube ich, meines Erachtens hast du die wichtigsten Filme noch nicht gesehen von Tati, also für mich die Filme, die Tati für mich ausmachen. Ja, sowas wie Herrliche Zeiten und Mein Onkel? Genau, Playtime und Mein Onkel zum Beispiel, das sind für mich so, das sind die wunderbarsten Filme, sag ich mal. Und dann gibt's halt noch Trafik, der ist auf jeden Fall auch noch ein sehr schöner Film. Und dann gibt's halt noch Parade, den mag ich jetzt nicht so 100%, weil der ist halt ein bisschen speziell, aber das ist quasi ein Zirkus gefilmt. Also eine Zirkusvorführung. Ist ein bisschen spezieller so, deswegen, das war jetzt nicht so ganz meins. Also für mich ist auf jeden Fall Mein Onkel und Playtime, das sind auf jeden Fall ja, also die besten Filme. Wäre ich mir die ich gesehen habe, die haben mich jetzt so ein bisschen abgeschreckt. Und wenn ich dann sehe, dass Mein Onkel auch schon wieder 2 Stunden Laufzeit hat, dann weiß ich nicht, ob mir das. Aber ja, wenn ihr das jetzt so sagt, dann Paul, werd ich du bist bestimmt jung und hast viel Zeit. Irgendwann nochmal reinschauen, ja. Ja, vor allem was das halt so toll macht, finde ich auch bei Tati, ist es halt wie bei Chaplin quasi, dass er diese ikonische Rolle quasi hat, die dann sich durch die Filme zieht, so dass er dann die kommen ja in Mein Onkel, also der Monsieur Hulot. Ja. Sucht euch eine Aussprache aus. Und die finde ich halt immer, keine Ahnung, die ist halt immer, es ist halt anders als so die klassische Chaplin-Figur so. Und aber das macht es halt auch so gut, weil es halt so anders ist einfach. Es ist halt, es
es hat nicht so quasi abgekupfert einfach, das ist, sondern war es wirklich was ganz Eigenes so. Und diese Rolle des Onkels oder der Ulo ist schon wahnsinnig gelungen, finde ich. Mir ist jetzt gerade noch, ich weiß, wir sind schon echt gut in der Zeit und wir haben jetzt über wirklich die Filmepoche hier echt schon viel geredet, aber mir ist gerade noch ein was in den Sinn gekommen. Und ich würde diesen Herren jetzt, wenn ihr mit Tati fertig seid, will ich euch natürlich nichts wegnehmen hier, aber den würde ich gerne noch kurz hier irgendwie mit einbauen. Okay, dann los geht's. Und zwar, das ist kein französischer Regisseur, aber ein mexikanischer Filmemacher, der viel auch, vor allem seit späteren Jahren, in Frankreich gemacht hat, und das ist Louis Buñuel. Und vor allen Dingen in der Zeit eben hat er auch zwei Filme gemacht. Einmal Tagebuch einer Kammerzofe und Belle de Jour, die Schöne des Tages. Belle de Jour, ja. Ja. Der ist toll. Vor allen Dingen Belle de Jour finde ich auch sehr gut. Einfach sei noch hier erwähnt, weil er auch in der Zeit gewirkt hat. Da kam er ja dann langsam nach Frankreich und hat dann unter anderem in seinem Fortlaufen ja diesen grandiosen Der diskrete Charme der Bourgeoisie gemacht, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist auch ein... Ich muss kurz nachfragen. Der diskrete Charme de Bourgeoisie, ist das der unter anderem, wo es eine Szenerie gibt, wo man mit Freunden zusammen aufs Klo geht, aber man redet nicht übers Essen? Das ist das Gespenst der Freiheit. Ah, ich verwechsel die eben. Okay, dann habe ich das Gespenst der Freiheit gesehen und nicht den diskreten Charme de Bourgeoisie. Pardon. Aber der ist auch sehr schön. Ja, das ist auch der Film, wo der Attentäter angeklagt wird und dann schuldig gesprochen wird und dann darf er gehen. Also sehr schöne und auch sehr, sehr amüsante Filme. Ja. Ja, das stimmt. Und genau, und Belle de Jour ist auch wieder mit Catherine Deneuve. Genau. Die natürlich. Eine sehr, sehr schöne Frau, finde ich. Gerade in dem Film gefällt sie mir sehr gut. Vom rein optischen her. Und die Klamotten, die sie trägt, meine ich damit vor allem, hat einen guten Look da. Also, wenn man den Film kennt, dann denkt man sich, ja, du Schwein, aber ich meine tatsächlich wirklich so, eher wenn sie angezogen ist. Ach ja. Genau, habt ihr denn noch einen Film, habt ihr noch einen Regisseur, den ihr jetzt noch erwähnen wollt? Also ich nichts mehr. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist, dass selbst diese Dekade, nenne ich es mal, der Nouvelle Vague, so reichhaltig ist. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 8 Stunden weiter hier podcasten und kämen immer noch nicht zu einem, ich sage es mal Konsens oder zu einem Endpunkt. Und wir haben jetzt schon fast 2 Stunden auf der Uhr. Ich glaube, wir können gerne mal überlegen, ob wir das Frankreich, Filmland Frankreich, halt zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo wir alle drei, glaube ich, eine Pause verdient haben und unsere Zuhörer auch. Ja. Eben. Also ich erstmal natürlich, wie immer, Respekt an jeden, der noch zuhört. Und natürlich hoffen wir wie immer, dass wir euch etwas beibringen konnten, und wir hoffen wie immer natürlich auch, dass wir euch den einen oder anderen Film ans Herz legen konnten, den ihr euch jetzt hoffentlich anschauen werdet und dann auch merkt, dass es sehr tolle Filme sind, über die wir heute gesprochen haben. Und allgemein bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und sehen und hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge entweder des Frankreich-Specials oder bei der nächsten Folge der Teleweltreise oder einfach allgemein bei der nächsten Ausgabe des Telestammtisches. Und dann übergebe ich das Wort einmal an meine Mitstreiter. Ja, ich schiebe mich mal vor. Es war eine mehr große Freude, hier mitzumachen. Ich melde mich jetzt schon mal für weitere Telestammtisch-Weltreisen, gerne auch wieder Frankreich. Ich finde, gerade so in den 70er und 80er Jahren hat das französische Kino im Genrebereich ein paar hübsche Perlen hervorgebracht. Und möchte abschließen mit dem Paul einen Tipp geben, da er Filme mit Urlaubssetting mag. Da kann ich dir empfehlen, ich weiß doch immer, was du letzten Sommer getan hast. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss von meiner Seite. Ciao und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.
Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.